Hallo. Moin, hallo, herzlich willkommen, Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr. Wir spielen heute ein fantastisches Spiel, das heißt Rainbow Six Vegas. Es gibt ein Event. Was ist Rainbow Six? Rainbow Six Siege. Anhaltend Applaus dafür. Ja, es ist ein Tom Clancy-Spiel, wo man schleichen muss. Und man ist in einer Squad, ein bisschen wie bei Counter-Strike. Es gibt eine angreifende Fraktion und eine verteidigende Fraktion. Und man kann vorher das Haus ausspähen. Da sitzen die Verteidiger, die haben eine Geisel zum Beispiel oder irgendwelche Biomasse, die explodiert, whatever. Und die Angreifer müssen die also unschädlich machen. Dazu hat man allerlei technologischen Schnickschnack und auch waffenstarrende Kontrahenten. So. Ich habe mal kurz eine Frage an die Zuschauer, weil ich habe gerade hier so ein, man kann ja so einen Sack aufmachen. Man kann durch Gewinne die Prozentzahl erhöhen, dass da geiler Shit rauskommt. Ihr könnt auch alle so einen Sack aufmachen. Ich habe den aufgemacht und habe so ein epische Skin gekriegt für eine Waffe. Das ist doch gut. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, erstens, wo ich die finde, zweitens, wo ich die ausrüsten kann und drittens, ob die was wert ist. Vielleicht kann der Chat mir da mal helfen. Hast du schon mal auf den Operator? Ja, da bist du gerade. Und da kann man vielleicht das einstellen? Ich finde sie halt nirgends. Visuelle an. Ach, Waffendesigns, warte mal. Ist das hier ist sie, glaube ich. Oder das? Oder das? Es ist zu kompliziert, Leute. Ich raff's nicht. Wo bist du denn eigentlich hingegangen? Auf Operator? Auf Operator? Auf Waffendesign? Habt ihr auch schon eure Säcke aufgemacht? Mhm. Nee. Mach doch auch mal eure Säcke auf. Bist du hier bei Operator? Das sind die Säcke, oder was? Nee, die Säcke sind direkt, wenn ihr in diesem Multiplayer-Bildschirm seid, eins von diesen gelben Feldern. Wisst ihr? Also, wenn ihr auf Spielen geht, oder wo war das denn? Nee, auf Rainbow Six Siege? Ah, genau, nee. Da, doch, da sind so gelbe. Ja, so ein davon? Gelber, genau, Unterspielen, der linke. Bei mir sieht man es, genau, Unterspielen, der linke. Okay. Ein Alpha-Pack. Mal hier mal gespannt. Ja, da mache ich mal meinen Sack auf. Oh, dann mach ich auch einen auf. Oh, Alpha-Pack. Und? Er schnibbelt? Bin ich mal gespannt. Wenn ihr auch alle was Episches kriegt, weiß ich, dass meins nichts wert ist. Ach so. Dicken Sack. Ach, ich muss das noch selbst aufmachen. Du musst das selber aufschnipseln. Oh, okay. Ich habe... Wow. Ja, nochmal auf die Karte drücken. Jetzt ein Design. Meins ist lila. Oh, Black Ops Waffendesign. Okay, ist auch episch. Seins auch lila? Auch episch. Alle lila oder alle daran episch? Episch. Ja, aber habt ihr auch episch? Geil, ich habe eine Pistole. Ja. Ich hätte lieber eine bessere Waffe. Mensch, jetzt haben wir alle doch. Dann ist das ja gar nichts Besonderes. Ich dachte, ich habe jetzt hier direkt 300-Euro-Skin geknapst. Schade. Ja, ne? Ja, nice, eine Pistole. Aber ihr wisst, dass ihr auch unter Operator, ihr habt alle ja noch Kohle, beziehungsweise... Ja, stimmt. Die nicht mehr so viel... Ihr könnt, und wenn ihr auf Operator geht, könnt ihr euch einen neuen Operator freischalten. Da seht ihr die Sachen, die ihr habt. Ich habe zum Beispiel gerade den Blitz freigeschaltet. Das ist eine GSG-9-Einheit, die hat ein Schild. Dafür darf man, glaube ich, dann aber nur eine Pistole mitnehmen. Aber dieses Schild ist halt mega, okay. Mega krass. Werde ich den IQ jetzt freischalten, Alter? Ja, genau, dann mach das doch. Und dann gibt es hier, sieht man, was es für verschiedene Fraktionen gibt. SAS natürlich, FBI, das französische Jörgen. Die Spätzner sind russische Spezialkräfte und GSG 9 die deutschen Spezialkräfte der Polizei. Bei mir läuft gerade so ein derbes Video. War das bei dir auch? Mal. Ja, das zeigt den Charakter quasi. Das ist ja super spannend. Könnte man mal zeigen, ne? Boah. Nice. Boah, die sehen auch krass aus, die Typen. Was ist denn jetzt dieser Superskin? Oha. Für die Operator braucht man allerdings Ansehen und nicht Geld, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nämlich null. Genau. Das heißt, wir können mit dem Geld eigentlich im Moment noch nichts machen, oder? Kann man dafür noch was kaufen? Also, Dafür kann man eher Kram kaufen. Freischalten. Also, vielleicht kann man Level kaufen. Wir haben eben mal ein Testmatch gemacht im Matchmaking und haben hier gegen Level 170er gespielt oder was auch immer. 127. Und ich mache noch scherzhaft irgendwie vor der Tür nachher die Späße, dass wir gegen Level 100er spielen und es geht original noch weiter. Also, das Matchmaking scheint nicht so zu funktionieren. Also wir haben es, ich habe es teilweise noch nicht mal geschafft, auf den Gegner zu schießen, weil du weißt ja, du kennst die Maps nicht. Wir sind absolute Vollnoobs in dem Spiel und die kommen da durch irgendwelche Kanalisations-Gullideckel, die du nicht abgeschweißt hast oder sowas. Du bist halt wortwörtlich Level 0 tatsächlich oben. Also ja. Nee, 1 bin ich. 1 bist du jetzt. Bist du 0 oder was?
Oh, sorry, dann lass mal mit Nils, lass uns mal zusammenspielen, du bist auch eins. Ne? Ja, ja, natürlich. Kein Bock mit den Noobies. Denn es ist null. Nee, ich glaube, ich bin zwei, aber wir können dann drei Teams aufmachen, glaube ich. Weil wir haben na komm, dann kommst du nur in unser Team. Ich weiß nicht. Wirklich, ich glaube, wir sind alle sehr schlecht. Also das wird das Matchmaking nicht hinhauen. Ja, aber manche sind noch ein bisschen schlechter. Ich könnte mir noch so ein Fuse jetzt hier kaufen zum Beispiel. Ach, ich kaufe mir erstmal nichts. Guck mal, man kann noch neue Operator freischalten. Ja, ja, genau, das sagte ich ja gerade. Ach so. Wollen wir erstmal anfangen jetzt? Ja. Ein Spielchen machen vielleicht? Lass ein Spiel machen. Ich hole mir noch einen Spätznatz. Und, Also vielleicht kann ich einmal kurz noch dazu sagen, warum wir das heute spielen. Denn am 6. September erscheint Operation Orchid. Und das ist ein mega großer Superpatch, der nicht nur das Spiel grafisch aufhübscht, sondern auch noch viele andere Inhalte mitbringt. Mhm. Das Geile ist, wir haben Season Pass und wir dürfen den eine Woche vorher spielen. Nice. Das Dumme wiederum ist, dass das in 8 Tagen erst soweit ist. Da bin ich im Urlaub. Nee, in 8 Tagen geht das los. Also morgen hätten wir das quasi, hätte das gezogen, diese Woche früher. So. Wir sind leider einen Tag zu früh dran. Da haben wir uns ein bisschen verrechnet. Das ist ja kein Problem. Ach so, das ist gar nicht der neue Modus. Wir spielen das trotzdem. Weil ja, wir haben es trotzdem, wir haben es lange nicht mehr gespielt. Ich kann mich erinnern, wir waren nie besonders gut, aber wir hatten Spaß. Der Chat schlägt auch vor, falls es hier mit Matchmaking nicht klappt, auf Custom-Matches umzusteigen. Ja. Aber wir können ja einmal online gehen und gucken, wie wir uns schlagen. Übrigens, Robin ist heute am Start. Hey Robin. Hallo, hallo Robin. Was mache ich hier? Was sag ich hier? Bist du Experte in dem Spiel oder hat's einfach nur Bock? Ich bin leider auch vollkommen an Newcomer. Ah, okay. Oh, das Match hat begonnen. Oh. Okay. Ich durfte meinen Charakter nicht auswählen, weil ich so doof im Menü noch war. Ihr auch, ne? Hm. Ich habe meinen ausgesucht. Ich habe meinen Skin nicht ausgestattet. Oh Mann, jetzt habe ich meinen GSG 9 Hansel gar nicht. Doch, da kann ich nochmal hin. Wo ist er denn? Nee, bei mir ist sie nicht. Ah, jetzt sind wir Verteidiger. Oder was? Ach so, ja. Hä? Deswegen. Schwarzer Spiegel. Frost. Ich habe eine Falle. Das sind ja alles Frauen. Oder? Ja. Mobiler Schild. Das nehme ich. Mechanische Falle. Whatever. Ach, die ich jetzt auch. Hast du die genommen. Ne, dann nehme ich auch einen anderen. Na gut, dann nehme ich halt die. Ah! Okay. Mira, Frost, Walkery, Cavera. Ist ein bisschen wie bei American Gladiator früher, ne? Laser, Nitro. Stimmt, Frost gab's da tatsächlich auch. Who here played Rogue Spear? Das sage ich doch einfach me. Rogue Spear habe ich immer noch zu Hause, die CD, weil es eines meiner Lieblingsspiele war früher. Die Geisel muss gesichert werden. Ist Rogue Spear die Schwester von Britney Spear? Ich darf nichts mehr sagen dazu. Hast du gesagt. Über den Boden fahren gleich so kleine Drohnen, die kann man abballern. Genau. Das ist richtig. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Oh. Willkommensmatte ein. Setze Willkommensmatte ein. Ich baue jetzt hier mal in der Mitte. Die Position der Geisel ist eine Drohne erledigt. Oh, die Drohne ist noch eine weitere da. Drohne erledigt. Tschüss. Ich habe die Barrikade errichtet. Bitte lass sie heil. So ich habe das auch gerade gecheckt. Sehr gut. Also, wir haben 3 Drohnen erledigt. Also, wir können noch 3 da sein. 6. Ich glaube, die kommen irgendwann wieder. Die. Das ist ein Cooldown. Ja, in 5 Sekunden ist eh vorbei oder in 2. Genau, da müssen die einfach. Oh, aber das ist eine Barrikade. Okay. Noch eine Info. Da, wo die liegen geblieben sind, die Drohnen, da können die während des Spiels hinschalten und uns beobachten. Das sollen die aber nicht machen. Liegen, auch wenn ich die abgeschossen habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube dann. Oh, guck mal, da ist eine. Da einer beobachtet. Ich habe dich genau gesehen. Da ist er wieder reingezogen. So, mit Enter könnt ihr an den Wänden. Okay. Also mit benutzen könnt ihr an die Wände reinforcen. Ah. Ach so. Ja. Ist die Geisel. Schon gefragt, was das ist. Das ist nämlich ganz geil. Okay. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Hier kommt keiner. Oh, hier ist gerade eine Party. Oh, warum machst du meine Barrikade kaputt? Wer ist Rocket Beans? Nicht ich. Ich baue deine Barrikade hin und du Doofkopf machst die, schießt sie kaputt, hast du oder was? Gebaut oder was? Oh, Alter, diese Dämlichkeit. Ich dachte, die ist von per Default da. Und dann machst du sie trotzdem nicht kaputt, weil wir Verteidiger sind. Nein, weil ich hier die Drohne erwischen will. Ja, und ich mach. Oh Gott, ich baue. Nee, das gibt's doch nicht. Also, das ist doch unfassbar. Jetzt schimpft er schon wieder. Komm, die Pimmel hier schon rein! Oben bei euch oder unten? Ich bin bei der Treppe. Okay, dann fahre ich schon fast tot, ne? Okay. Headshot. Rocket Beans. Ist alleine unten. Autsch, ist mir egal. Komm hoch her. Komm hoch her. Sehr gut. Ja, ich habe Angst, dass die durch die Tür kommen. Sollen wir da nicht gucken? Oder gehen wir lieber zurück? Was meint ihr? Ah, die sind hier bei mir. Achtung. Denzel, Vorsicht. Oh. Hast du ihn? Nee. Das FBI. Ich gebe einen Feuerschutz, aber er ist immer noch da. Achtung, Granate.
Oh shit, jetzt kommt ist alles ganz weiß. Hab ihn. Habt ihr einen Fucker? Sauer. Er ist in meine scheiß Mausefalle gefallen. Nice one. Wie geil. Guck mal, hier liegt er. Oh, wie nice. Mach zu das Ding. Geil. Ja, ach ja. Okay, oh. Pass auf. Und diese scheiß Kameras, wenn die auf dem Boden sind, dann knallt die auch ab da. Aber eben immer noch ein Ding. Ich hab ihn noch mal erwischt. Wieso verloren? Ach, oh, das ist ja geil. Der ist voll in die Mausefalle rein. Wieso hat keiner auf die Geisel aufgepasst? Ach, oh, wir sind die schlechtesten Terroristen, die es gibt, ey. Ach, wir waren Terroristen? Anscheinend. Ach, Mann. Ja, klar, mit der Geisel sich verbunkern. Marco Geisel. Ja, warum nicht? Kann man machen. Naja. So, ich bin jetzt hier ein Blitz-Champion. Ich hab, ich bin Capitano. Mann. Oh, ich darf meine neue Tante auswählen. Geil. Löst den Blitz an seinem ballistischen Schild aus, der Feinde vorübergehend blendet. So, guck mal, das hätten wir doch fast gewonnen, hätten wir die Geisel nur behalten. Ja, wir waren gar nicht so schlecht. Wir waren echt gut. Wir haben den ersten Kill gemacht. So, das ist schon mal, ne? Historisches Ereignis. Du hast dir doch gerade so einen Spätznatz gekauft. Wieso hast du denn? Nee, so das hat nicht geklappt. Ich konnte den nicht kaufen. Ich hatte zu wenig Super. Ubisoft, Super Credit. Ich kaufe mir gleich vielleicht noch einen Spätznatz. Ich habe die Kohle. Wieso hast du die Kohle? Ich habe das Tutorial ein bisschen gespielt, um mich zu informieren. Ey, ihr müsst, mit den Robotern müsst ihr die Typen markieren mit X, ne? Ah. Ja, das bringt nicht so viel, weil das markiert nur die Position. Wenn sie sich dann bewegen, war es das. Ja, okay. Guter Einwand, Kadett. Lokalisiert lieber hier die Geisel. Unser primäres Ziel. Ich hab mal einen markiert. Wo ist aber denn hier? Wo geht's? Hier geht's hoch. Okay. Mit Space könnt ihr geil Bunny hoppen. Macht tierisch Spaß. Oh, ich verliere. Da! Angriffserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Oh, das ist übrigens Hamburg, diese Karte. Das soll Hamburg sein, der Hamburger Hafen. Mhm. Naja. Wo geht's hier lang? Hallo? Hier und dann. So. Wir haben leider die Geisel nicht entdeckt mit unserer Kamera, deswegen wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Ey, was ist hier los, Captain America? Mach mal hin. Kommt hier? Also, ja, wollen wir hoch mal hier oder unten durch die Tür, oder? Die sieht doch gut aus. Wollen wir einen Plan verfolgen und nicht wieder in alle Richtungen? Okay. Oh! Wer ballert? Wer ist Dienes? So viel zu einem Plan. Naja, wer wartest du denn? Zeit läuft. 3 Minuten. Das bin ich, das bin ich. Ja, wo soll ich das denn wissen? Das bin ich. Immer noch. Ich war's diesmal nicht. Ah, fuck. Hast du ihn? Hast du ihn? Oder ist er noch ja, da? Ja, den hab ich. Danke. Ich glaube, dass hier rechts einer lag vorhin. Ah, nee, der ist schon weg. Okay, wir komm, sind einen haben wir. Das können wir schaffen. Wir sind gut. Wir sind in Überzahl. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen vielleicht hier hoch. Also, lass uns erstmal einen Stockwerk sichern, oder? Ja, denke ich auch. Stockwerk gesichert. Oh! Bei mir hier ist einer. Wenn hier, wo ich. Nee, ich kann nicht. Welcher Name bist du? Ricket Beans? Nee. Au! Hier ist nichts. Wer schießt denn da? Da oben die Kamera habe ich abgeschossen. Wieso kann ich nicht? Das ist ja cool. Ich gehe vor, ihr kommt hinter meinem Schild. Sehr gut. Versammelt euch hinter mein Schild. Okay, sehr gut. Okay, so schnell hoch. Unten war einer, aber der ist jetzt weg. Ist irgendwo anders hingegangen. Ey, ihr müsst die Kameras hier oben abballern, Leute. Sehr gut. Geht's durch. Okay. Schießt euch nicht gegenseitig über den Haufen. Findet die Geisel. Hier ist clear. Kann der Typ mit sein? Dem Schild geht hin. Zum Teufel. So, ich gehe aufs Dach, Leute. Das Serverraum. Ich bin auf dem Dach. Okay, ich glaube fast, die müssen im Keller sein. Das kann sein. Vielleicht gehen wir mal runter wieder. Ich bin aber doch gerade aufs Dach. Ist die Geisel immer irgendwo woanders oder ist die immer an derselben Stelle? Ich glaube, die ist immer woanders. Aber Keller ist ein guter Call.
Ja, das ist die Tiefgarage. Oh shit, ich wurde abgeknallt, als ich draußen am Seil hing. Draußen? Von wo denn draußen? Naja, kann ich nicht sagen, ich hing Kopf über. Ich seh's hier, ich sehe deine Leiche. Hier bei mir. Ja, da rechts muss er sein, rechts. Na. Der bewegt sich. Ich renn mal nach rechts. Oh, Simon. Hier ist keiner. Ja, nur noch eine Minute Zeit. Okay. Nee, hier war keiner, also ich habe keinen mehr gefunden. Haha, ich habe einen erwischt. Sehr gut. Noch einen, glaube ich. Hey, wenn wir die alle erwischen? Ja, oh. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen die erwischen, noch 40 Sekunden. Das war ja gar kein Problem. Easy. Der Mann mit dem Schild. Wir haben noch 30. Noch 30 Sekunden. Ich laufe mal ein bisschen. Ist natürlich doof, wenn man die Karte nicht so gut kennt. Ist man hier natürlich ein bisschen verarscht. Es bleiben noch 15 Sekunden. Ach, das Scheiße. Geisel gefunden! Wo? Ja, hier oben, aber leider schon zu spät. Oben? Oben? Ja, oben. Da ist jetzt eine Raude. Aber 6 Sekunden nur noch. Da ist eine Raude jetzt. Oh, ich komm. Bin zwei, der Typ ist auf der Treppe. Ich hab noch einen erwischt, Oh! Ah, ist da noch. Ey, Leute, ihr müsst die Sachen nicht aufschießen. Ihr könnt die auch mit Melee-Attacke aufschlagen. Bam, 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 bam. Welcher Button ist das? Der F oder was? V. Wie voll in die Fresse, so merke ich voll mir das. Voll in die Fresse. Würde F aber auch passen. Okay. Voll? Fresse. So, ich nehme den Spion. Kontaktgranate. Mobiler Schild, Stacheldraht. So. Okay. Gut. Wer ist denn eigentlich was hier? Man weiß überhaupt nicht, wen man hier anschimpfen soll. Die Geisel muss gesichert werden. Das ist vielleicht ganz gut so. Die Geisel muss gesichert werden, habt ihr das verstanden? Wo ist denn die? Guck mal, da ist die Geisel. Jetzt schießen wir alle Roboter ab, die hier angerollt kommen. Mhm. Und dann sind die genauso doof wie hier. Und schießt doch nicht gegenseitig in die Füße. Ich habe einen. Oh, ganz viele von diesen Dingern. Shit, da waren ganz viele. Sehr gut, das Ding ist. Oh, da. Ja, knall die ab. Wer steht denn da? Das gibt's doch nicht. Hab ich ihn jetzt erwischt? Noch 5 Sekunden. Ich glaube, sie haben es nicht gefunden. Nee, sie haben es nicht geschafft. Bis jetzt ist keine hochgefahren. Na, dann verteilt euch mal. Okay, wir tun so, als wäre die Geisel hier eine Etage tiefer, okay? Ich habe sehr viel verbarrikadiert. Okay. Achtet mal drauf, wenn ihr irgendwo was hört. Du bist aufgeflogen. Was heißt denn, du bist aufgeflogen? Wie kann das sein, dass ich hier draußen schon unter Beschuss bin? Ey, kann man selbst auch über diese Matte laufen? Und dass ich... Nee. Okay. Keine Ahnung. Alter. Ah! Ich bin schon tot. Ja, sie sind schon da. Oben. Aus dem Fenster oder wo? Ja, ich hab mich erschreckt und ein Teammate. Du hast mich getötet. Ich hab dich getötet. Du hast mich getötet. Ich hab dich getötet. Komm gleich die Treppe hoch. Etienne hat dir jetzt demokratisch mal getötet. Ein weiterer großer Moment. Ah, da kommt einer durchs Fenster. Ach du, durchs Fenster. Es tut mir leid, aber er hat gerade geschrien, ich hab mich umgedreht, da warst du. Das war ein Reflex. Okay, na gut, gut zu wissen. Das ist sehr unangenehm. Ach, der war draußen. Ach, gut. Ah. Eine absolute Niederlage. Nee. Uiuiui. Team Blau. Aber so schlecht waren wir eigentlich. Reflextechnisch war das nicht so verkehrt. Wir waren gar nicht so schlecht. Versuchst du gerade was Gutes in deinem Teamkill zu finden oder was? Naja, war doch schön. Okay, wir haben Level 77 im Gegnerteam. Ich habe 3 Kills. Es gibt auch leichtere Maps. Das heißt, ich bin jetzt Level 2. Sollen wir mal ins Haupt. Kann man da nicht irgendwas einstellen? Wer macht denn das Matchmaking? Ich könnte jetzt direkt ins nächste Match für euch gehen. Aber wollen wir nicht mal einfachere Maps nehmen? Das sind jetzt schon riesengroße Maps irgendwie. Okay, pass auf. Wie kann ich denn jetzt hier. Nee, dann müssten wir jetzt alle rechts. Jetzt müssen wir Werbung machen, ja. Na gut. Okay, dann machen wir kurz Werbung, Leute. So sieht's nämlich aus. Und dann können wir gleich weiterspielen und dann werden wir gewinnen. Das wird supi! Das verspreche ich im Namen von Nils. Ja, bis gleich. Mhm.
schön, dass ihr da seid. Wir spielen immer noch Rainbow Six Siege und haben gerade so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber das ist nicht schlimm. In der nächsten Runde wird alles besser werden. Nachdem wir ihr lernen so mit 7 Meilen-Schritten. Ja, ich wollte gerade sagen, nachdem ihr, als ich herkam, ein bisschen rumgeheult habt, dass wir schon voll auf den Sack kriegen und alles ganz schlimm wird, fand ich, waren die Matches eigentlich ganz okay. Warst du beim Friseur? Ja. Links und rechts die Seiten weg, oben lang gelassen. Es sieht so aus, als ob die angefangen hätten und dann hast du gesagt irgendwie so, ah, ich muss schnell weg. Und dann haben sie einfach den Mittelteil nicht mehr geschafft. Nee, ich habe da sehr spezifische Anforderungen gestellt. Das sieht gut aus. Ist nicht so scheiße. Es macht dich irgendwie, da ich das an den Seiten lasse, es macht dich länger. Also es wirkt, als ob du 5 cm größer bist. Endlich. Simon K. ist länger. okay. Ach, guck mal hier. Was? Ich habe so ein Clowns-Gesicht. Ja, guck mal, was das kostet. Das ist doch Wahnsinn. Es kostet 300 von den einen oder 11.250. Ich habe aber 1.200 von diesen anderen da. Was ist das überhaupt? Einer fehlt in unserer Gruppe. Ich check die Währung nicht. Wer könnte es sein? Das ist der Nils. Achso, entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie mich einladen? Haben Sie das bereits getan? Einladung erfolgt. Und dann sagt doch jetzt mal. Also die Optionen liegen auf der Hand. Welche wählen wir? Spielen wir das gleich nochmal? Also es gibt eigentlich nicht so viele Optionen, weil selbst der Custom-Match-Ding braucht man Level 5. Das sind wir alle nicht. Man kann noch Multiplayer-Terroristenjagd gegen die KI machen. Ist halt auch nicht so geil. Aber also ich würde sagen, wir probieren es jetzt noch mal. Wir haben ja auch Leute gefragt. Du hast es richtig gesagt, Dennis. Ne? Wenn sie, if they bleed, we can kill them. Ihr seid doch immer sehr, sehr schnell demotiviert. Das war wirklich erst das zweite Match. Das war voll okay. Das zweite Match. Was habt ihr erwartet? Dass ihr gleich Weltmeister werdet? Also mindestens wenn wir ab dem fünften Match. Papa, ne? Da kann man mal langsam Fazit ziehen. So, dann machen wir jetzt einfach hier. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind super. Alles klar, okay. Schau doch mal in den Chat. Da steht bestimmt, dass wir richtig gut sind. Nein, ich schau mal in den Chat. Ich hab schon oft in den Chat geschaut und das steht noch nie da. Was schaust du denn da? Kamera auf Simon, er spielt mit seinem Haar. Wenn ihr Q und E drückt, könnt ihr lehnen. Das habe ich auch schon eben gemacht. Das ist ganz geil. Ich kann ganz gut gähnen, aber lehnen habe ich noch nicht. Das müssen die Zuschauer machen. Ja. Wo ist denn jetzt hier mein Gesundheit. Gesundheit. Okay. Entschuldigung. Gesundheit. So, ich habe hier einen neuen Typen jetzt. Was hast du jetzt nimmst du mich drauf, ne? Ich habe jetzt Mute. Heißt geil. Der. Von den Briten. Ich bleibe bei meinem Charakter. Angriff sehr verlangsamt. Charakter. C4 springt auch mit Fernzünder. Oh, naja, egal. Na, Echo. Gut. So, wer bin ich? Mittlere Maustaste, sagen die Leute. Mhm. Die das ist die Sonderfähigkeit. Genau, mittlere Maustaste. Sollte man mal öfter draufdrücken. Ich weiß gar nicht, was ich kann. Let's find out. Ich finde euch super, Jungs. Total. Ich fand das super eben. Das ist auch super. Irgendwie weiß ich nicht, warum wir nie weitergespielt haben. Ich weiß, wir hatten viel Spaß. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen rausgekommen, aber es ist eigentlich ein geiles Spiel. Ist ich glaube, es war zu kurz. Es wurde irgendwann langweilig am Anfang, weil es, glaube ich, eben nur immer dasselbe ist und natürlich wenige. Wie Counter-Strike mit mehr Tasten? Das ist nichts anderes. Gut. Ja, und ja. Abseilen. Und Denzel soll an Robotern. Die Türrahmen gehen. Robotern. An den Türrahmen? An die Türrahmen, ja, die ich so dann so, vielleicht weil du gut im Snipern bist. So. Ah, okay. Also so, Vorbereitungsphase. Okay. Oh, da ist die Bombe. Wir müssen die anderen Halunken, müssen wir alle platt machen. Ah, okay, da ist die Bombe. Ich mach wieder diese Rollroboter kaputt. Ich mache mal alle Türen zu, die ich finde. Entsprechend. Ich habe eine Sprengfalle hier hingesetzt. Kann ich da selber auch rübergehen? Ja, ne? Hat das mal einer ausprobiert? Kann ich über meine eigene Sprengfalle gehen? Oh, just. In der Mitte rollt einer rum. Niemand möchte mir seine Frage beantworten. Nur noch 10 Sekunden. Mach das jetzt einfach. Errichte Barrikade! Es bleiben 5 Sekunden. Lass sie nur kommen. Okay. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Ach, shit. Es wäre sinnvoll, wenn die Barrikaden, die zerstört werden, sich so anzeigen lassen würden, dass man sieht, wo eine zerstört wurde. Smart-Barrikaden? Ja, so, es wäre ein gutes Add-on, finde ich. Guter Bonus. Ja, was? Hey, das ist Rickett Beans. Wer ist von euch Rickett Beans? Ich. Alter, wer sperrt mich hier aus? Nee, du kannst doch außenrum. Du kannst doch, ich will einfach die Verstärkung an die Wände und die Tür zu, dass die da nicht durchschießen können.
Von oben können, kommen sie, ich weiß. Ah, von oben kommen sie, okay. Da, oh mein Gott. Da oben wo, ist ein Fenster im Dach. Da ich bin getötet worden. Oh shit, ja, ich sehe es. Alter, ich hab keine Ahnung, wie und wo. Ich werde sie jetzt von ausschalten außen? Hier oben. Durch die ja. Wand? Boah, das ist ja gemein. Alter, die haben durch das Fenster, durch das dumme Loch nur geschossen. Ich habe einen. Oh, der war sehr gut dabei. Ah, oh, Gott. Kontakt hier oben. Von unten kommt einer von links. Ich lauf wieder weg. Boah, was? Da hat er mich gekriegt. Oh, geil. Meine Sprengfalle hat einen erwischt. Nice. Oh, shittily fuck. Das wird aber auch eliminiert. Mission geschlossen. Der war eigentlich tot, ne? Fuck, ey. Ah, ich hab einen erwischt. Spratzt ja ganz schön das Blut, ey. Also mein Sold. Hast du erfüllt. Ganz ehrlich, ja. Ich glaub, die haben Wallhacks. So. Du hast aber recht. Ich glaube, das ist aber irgendwie ein Feature vom Spiel, dass man irgendwie teils durch Wände gucken kann. Das ist mir auch schon mal passiert. Na, also wir hatten, also zum einen kann man, glaube ich, durch Wände gucken, wenn man das entsprechende Perk hat. Aber der hat natürlich ein Loch auch in das Fenster geschossen. Aber es war ein sehr kleines Loch und Nils war sofort tot. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Das ist die Skill-Sache von einem von dem, der kann ja sowas an so ein Loch in die Wand reißen. Durch das man dann schießen kann. Naja. Ich hoffe, der Chat ist nicht allzu sehr enttäuscht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben uns schließlich nur nach euch gerichtet. Das ist eure Schuld. Ich habe mich auch einmal nach links gelehnt. Also ich weiß nicht, was sie sonst noch wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit meiner Leistung durchaus zufrieden. Ich auch. So, guck mal, finde die Bombe, okay? Okay, wir suchen jetzt einfach erstmal die Bombe. Bombe. Warte, war das Schurke hier gerade? Das ist ein Schurke, ey. Das ist einfach mal nichts hier. Hier, ich habe unten ganz viele. Das sind vier Stück oder so unten im Keller gewesen. Ich habe die Bombe. Zum Keller, ne? Jetzt haben sie Angst. Keller. Wuhu, verarscht. Hui, ist ja noch eine da, oder? Eine weitere Bombe. Ja? Waren es nicht eben auch zwei bei uns? Shit, sie haben mich. Das wäre ja ziemlich... Nee, glaube ich nicht. So viele Bomben? Jetzt bin ich auf diese scheiß Bank gesprungen und komme nicht mehr runter. Die du da erstmal auf der Parkbahn chillst. Ja, aber ich komme überhaupt nicht irgendwo hin. Setz mich hin. Ist alles eine Mauer. Okay, komm. Der Entschärfer. Alles klar. Hier ist die Bank, die er die gefunden hat? Ja, das ist die Bank. Kann ich bestätigen. Ey, so müssen wir nicht... Ich gehe aufs Dach. Okay, ich komme mit aufs Dach. Ich gehe mit euch mit. Aber ihr wisst, dass die Bombe im Erdgeschoss ist, ne? Ja. Ihr wollt euch da durchkämpfen, oder was? Naja, wir gehen halt nicht alle durch die Haupteingangstür. Oh nein. Ich habe gar keine Ahnung von Special Skill Dingsens. Oh ey, ich seil mich mitten in der Halle ab gerade. Ja, auch einzeln. Let's do it. Ich komme auch. Komm runter, Eddie. Wir müssen da gleichzeitig landen. Und jetzt Action. Ja, wartet, ich komme auch. Ich bin aber durch die Tür gegangen. Alles klar, alles klar. Hier geht's runter bei mir. Hallo? Wo war die Bombe? Ja. Die ist unten, ja, oder? Okay. Der gelbe Marker ist das. Ich decke den Rücken. Okay, kommt ihr. Ich hab rechts. Schön in geht einer durch. Jungs, komm. Mit Alt kann man schleichen, ne? Ach ja. Das ist der Ausgang. Hier ist die Bombe. Da sind sie auch irgendwo. Ey, wer schießt da? Wer schießt das da? Das war ich. Achtung, da ist ein Laser, Dings. Ich seh's. Kann man da das irgendwie entschärfen? Keine Ahnung, leider. Ich finde das super, dass Nils mit dem Schild immer hinter einem ist. Naja, ich bin halt... Feige? ...spät eingedrungen. Oh, ich habe schon drauf gewartet, welcher Idiot da reinläuft. Fucking Booby Traps! Ja, das... Was ist das für eine scheiß Spielmechanik? Das ist eine unsichtbare Bombe! Oh, kann mir jemand bitte Energie überreichen? Oh, tot. Eliminiert. Einen hab ich. Zerfetzt. Mann. Wenn man nicht zuhört. Wie hast du gesagt, dass da eine ist? Wir haben gerade eben drüber geredet. Da ist einer. dass du mich auch da nicht aufhältst, Alter. Das ging so schnell, Mann. Da hab ich erwischt. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ah, ich bin einfach nicht gut. Eieiei. So. Da hat er mich erwischt. Wen haben wir denn da? Seid doch mal leise. Eigener Druck neutralisiert. Ihr müsst leise sein, ich hab den gehört und konnte ihn nicht genau orten. Hm.
Okay. So, guck mal, der Matchball. Mensch, 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 ist doch scheiße. Ede, du kannst Fußspuren lesen, dein Charakter. Ich weiß, habe ich auch gemacht. Ich sage nur. Ich nehme die Ninja-Tante. Okay. Die Bomben sichern. Okay, wir müssen die Bomben schützen. Okay, ist halt nix. Was ist denn das eigentlich hier für ein geiler Laptop? Kann ich hier jetzt zocken oder was? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ist das ein WLAN mit Peter oder was ist das? Darf ich da jetzt durch? Ich weiß es nicht. Wir wurden entdeckt. Hier sind schon wieder so diese kleinen Mäuse da. So Leute, ich sage euch was. Ich verstecke mich hier am Schreibtisch. Dumme Drohne habe ich. Baller den von hinten in den Rücken. So sieht's aus. 5 Sekunden noch. Die Tür ist gesichert. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. So. Hier wird mich keiner entdecken. Hinterhalt gelegt. Okay. Psst, psst. Oh, guck mal, die schießen. Zugangssperre angebracht. Ich bin down. Kann man ja helfen. Hier sind die Leute. Sehr gut. 5 gegen 4. Sieht gut aus. Läuft doch. Man kann mich immer noch hochheben. Aber und sei vorsichtig. Ah, verdammt, mit dem Bildschirm ist einfach rausgegangen. Ich mach wieder beleben. Ihr müsst mir helfen. Oh, da ist er wieder. Könnt ihr bei Simon gucken, da sind die Gegner. Achtung, hier, Hindernis aufgestellt. Oh, danke, ich stehe ja schon wieder. Danke, Simon. Alter, nicht schlecht. Oh, ich höre die Treppe, ich höre die Treppe. Die Tür ist verrammelt. Oh, ich kacke mir gleich in die Hosen hier unterm Tisch. Noch 3 Minuten halten, dann haben wir gewonnen. Wir schaffen. So, was ist das? Störsender gestartet. Oh, Störsender habe ich. Ich störe jetzt. Jetzt kann keiner mehr telefonieren. Was? Wo? Oh, aber einen. Geil. Nice. Oh, shit, er hat mich unterm Schreibtisch erwischt. Aber ich habe ihn auch ein paar Mal erwischt. Oben, von oben kommt einer. Ich glaube, von unten ist keiner mehr. Ist das eine Klappe? Kann man da runter? Ja, du kannst manchmal Boden und sowas zerschießen. Oh, ich stehe direkt unter der Klappe, das ist ja mega tödlich. Ha! Okay, Achtung, da wo ich eben noch gekillt wurde, wo Daenerys an der Treppe stand. Ja, ja, ich hab den. Da ist einer unten an der Treppe. Ich hab den, ich hab den. Der hat mich gerade niedergefetzt. Über euch sind die. Ich hab das Schiss, dass der da durch die Luke kommt. Leute, guckt ihr in die Richtung? Ja, genau, hier. Über euch sind die. Genau, hier sind die. Genau, geht lieber wieder rein, die kommen da gleich runter und dann, wenn die aus der Treppe dann kommen, haben wir die, okay? Oh, da hat auch ein. Ey! Er kommt durch die Luke, wie ich es prognostiziert habe! Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, denn ihr habt nicht viel Zeit. Bang, bang. Komm, wir haben das alle damals gefeiert. Hier ist einer oben. Alter, was? Durch die fucking Wände! Oh! Lauf! Hä? Nee. Yes! Gut, Nils! Komm! Er ist hier unten. 2 gegen 1. Oh, er hat mich! Oh. Ah, das war nice. So, René, da ist er, pass auf! Robin, go for it. 5 Sekunden noch, bleib in Deckung. 4 Sekunden, oder? Ah ne, das Todesanalyse steht da, shit. 48, 48 Sekunden. Ja. Scheiße. Alter. Vorsichtig, Robin, nicht an der gleichen Ecke nochmal gucken. Alles in der Hand. Du hast noch ein super Special. Unser erster Win. Du weißt, wer den Ärger kriegt. Spannend. Nils, du wirst gelobt vom Chat.
Ach echt? Ach, das ist ja nett. Danke, Chat. Oh. Aber warum? Was genau hast du da jetzt gemacht? Na, er hat das gut gemacht. Er ist da so, das Gelände runter, hat die dann von hinten mit der Knarre. Das ist übrigens gerade mega spannend. Nach 15 Sekunden hat Robin gleich den Win vielleicht für uns. Oh. Hört man das, wenn der diffused oder so? Weiß gar nicht. Hätten wir verloren, wenn einer diffused wird? Yeah! Team Orange! Team Orange! Team Orange! Einfach nichts machen. Einfach nichts machen. Nice. Das ist so easy Matchmaking, Alter. Level 100 geschlagen. Fuck die Level 100, ey. Wir ziehen jetzt von hinten auf. Fuck it, ich gehe in die Pro League. Alles klar. Ja, ihr wisst ja, wie es geht, ne? Nächste Runde. Camper-Noob hat er gesagt, ja. Ja, Camper-Noob sagt er. Camper-Noob. Das gibt's noch? Du Camper-Noob. Du Camper-Noob. Okay. Um eine Bombe aufzuspüren. Verwendet. Oh, ich habe einen gelunzt hier. Noch ein gelunzt. Ich lunse Gegner. Nice. Einer ist schon einer weg. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ah, hier geht's ja nicht lang. Wie ist das passiert? Guck mal, wir führen jetzt schon. Da gibt's echt? Unstimmigkeiten. Wir haben sie zermürbt. Das Gegnerteam ist sich nicht einig. Ja, ich habe ganz viele gelunzt schon. Ich habe die Bombe entdeckt. Echt? Geil. Ja. Okay, okay, ich sehe es. Nice. Hi. Und alle Gegner lungern hier, lunsen hier rum. Wo ist denn die andere Bombe? Da ist noch einer. Ha, hab ich ihn angeschrien. Ich bring ihn an. Guck mal. Ha, er hat Angst vor mir. Ich bin Drohnen-Terror. So, okay, das geht. Das machen wir. Also er spricht im Singular von der Bombe. Nee, das ist, glaube ich, mehr als eine. Das sind auch wieder so zwei. Sorry, aber bei der Nachbesprechung kann er mir dann nichts. Geil. Los, ich hier rein mit meinem Schild. Seid safe mit mir. Ist da jemand? Und zu Hause? Scheinbar nicht. Wollen wir da rein? Ich guck links. Ja, ich alles klar, guck links. Hinterher. Ich guck geradeaus durch. Ich guck weiter geradeaus durch. Ja, links ist clean. Okay, geradeaus durch. Da sind auch die anderen Jungs. Wir sollten jetzt hier links rein. Jo. Okay, kommst du mit? Wir müssen nach unten, oder? Jungs? Glaub, ja, müssen ja. Wir müssen noch ein Stockwerk runter. Seid ihr bei mir? Von wo kommen Achtung, die Schüsse? Ich glaube von hier geht's runter. Ich hab's auch gesehen, ich hab's aber nicht geschnallt. Von hinten? Ja. Ich bin bei dir, Dennis. Kann so eine dumme Drohne. Okay, okay, komm, dann rennen wir jetzt schnell runter. Da sind sie! Ich sehe sie! Ich habe einen angekackert! Der ist angekackert! Okay, ich kann eine Granate runterschmeißen. Ich kann da nur jetzt hin. Schmeiß mal Granate runter und wir sollten nicht alle auf dem Haufen stehen. Genau. Vielleicht das. Haben die auch diese Granaten. Der Mann mit dem Schild nach vorne. Geht's auch noch runter? Okay, ich komme jetzt von der anderen Seite. Lenkt ihr sie weiter ab? Lenkt ihr sie weiter ab? Ja, jetzt eine Rauchgranate hier. Ach, das war Rauch? Ich dachte, die explodieren. Los, rein jetzt und macht eure Granaten rein. Oder warte, was? Ich guck erst rein. Ich guck in den Raum rein. Ach, Mann. Schon wieder so eine fucking Booby-Trap. Oh, jemand hat den Schärfer fallen lassen. Ja, sorry. Einer ist in der Küche. Wieso kann ich den nicht markieren? Ich hol den Schärfer. Bist du im Keller? Bist du im Keller gestorben? Ja. Okay. Ja, wir haben einen. Ah. Oh shit. Du bist tot oder? Ja, du bist tot. Alter, wie schnell das geht. Ey, das gibt's nicht. Der ist ja hinterm Auto, Nils. Shit. Ja, der stand hinter dem Auto und hat durch die Fenster durchgeschossen. Ich hab ihn geblendet, aber das war ihm, glaube ich, egal. Da seht ihr es. Der Sack. Ah ja. Und hat das Blenden irgendwas gebracht? Nee. Ja. Ich dachte, das ist meine schöne Waffe, dass die irgendwie richtige Granaten schießen. Das wäre schön gewesen. Qualmo. Aber wir haben eine Runde gewonnen. Man muss das Positive auch mitnehmen. Ja. Wird immer besser. Mhm. So. Irgendwer von uns hatte 5. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Soll ich noch eins suchen oder wollen wir. Wer von euch hat 5 Kills gemacht gerade? Du, Robin? Ja. Nicht so schlecht. Alter Schwede. Nicht so schlecht. Ich mach mal hier auf anderes Match suchen, ne? Ich fand's, also. Komm,
Wir werden besser. Aber ja, die, haben, ja, aber die haben sich schon abgeknallt, bevor wir überhaupt angefangen hatten. Ich fand die ganz gut. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem, wenn die sich uns. Nee, das ist unser Win. Ja, okay, ich dachte, du willst das gegen uns verwenden, dass der Sieg, selbst der eine Sieg nicht so gut war. Nee, wir haben sie am ersten Match so zermürbt, dass sie sich dann gestritten haben. Das ist auch. Oder der eine wollte eine richtige Challenge und hat einfach schnell gemerkt. Meinst du? Hier grase ich nur ab. Ach nein, das möchte ich nicht. Lass mal positiv denken, okay? Alles egal, wir werden jetzt richtig rocken. Hat jemand, kann ich irgendwas machen? Hey, mal Tipps. Okay. Gib mal ein paar Tipps, Simon. Ja, ich habe ja, ich will ja welche kriegen. Ich bleibe bei Echo. Ja, ich nehme mal zum Beispiel keine Schrotflinte. Alter, meine Tante, die hat richtig Muckis. Die Blonde? Nee, die mit dem Palituch. Hier, zieh dir das rein. Die ist ganz schön blond, Dennis. Ja, das stimmt. Also der Chat ist noch bei uns, sagt aber, wir sollten öfter unsere Gadgets einsetzen. Habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Ja, ich müssen wir uns dann auch jedes Mal bedanken. Ist das Fenster auf oder zu? Bei wem? Das ist auf. Was ist auf? Das Fenster ist offen, ja. Ja, das merkt man nicht. Es ist sau warm hier. Ist echt warm. Hinten die dicken Monitore. Links und rechts, ihr heißen Jungs. Irgendwann kommt eine Studie raus, dass dieser ganze Elektroschmuck nicht gesund ist. Du wirst ihn nicht mehr erleben. Dann, Simon, schauen wir zurück auf 17 Jahre. So ein Roboter ist tot. Arbeit am Fernseher. Oh, pass auf, das war ein Riesenspaß, oder? Ja, Trainingsgelände. Hey, das war es wert. Oh, andere Jobs sind auch gefährlich. Guck mal. Treppe, hier bei mir, Treppe. Geht schon los? Was hin? Achso. Ach. Achtung! Scheiß Gegner. Okay, das ist sowas. Ich glaub, ich hasse okay, ich wurde geschockt. Was geht denn? Ja, Alter! Das sind die Roboter, die verarschen euch. Wenn ihr die nicht abknallt, schocken die euch. Muss man abknallen. Ich habe zwei schon, aber ich glaube, ist eh gleich vorbei. Also ich habe auch zwei erwischt, also so viele sind nicht mehr da. Wenn wir uns neben die diese Mannequins stellen, dann finden die uns nie. Ach, jetzt raff ich das. Ah, ist schon unangenehm, wenn man wirklich gar nicht weiß, wo hier die Eingänge und Ausgänge sind, wo die kommen könnten. Ach, die kann quasi einfach Fenster schaffen. Ich habe ein Fenster gebaut. Echt? Ja. Ach, oben sind übrigens noch mehr Geiseln. Im oberen Stock. Fast. Geh mal da hoch. Auf jeden Fall standen da komische Leute rum. Shit, ich wurde entdeckt. Ey, mit 0 könnt ihr die Kameras durchschalten. Also bei mir ist es 0. Und mit 5 kann ich das. Also die Kameras, die immer rumhängen. Okay, what the fuck war das? Die Bombe ist übrigens unten, ne? Ein paar Leute auch auf die Bombe aufpassen unten. Ah, Rocket Beans TV 2, wenn du dich jetzt umdrehst, hinter dir kriecht gerade einer außerhalb vor dem Gabelstapler rum. Oh Gott, ich habe so eine dumme Drohne erwischt. Was? Ich bin Rocket Beans 2. Gabelstapler? Ja, jetzt guckst du natürlich woanders hin. Außerhalb, Jungs, ich bin in schwerer Not. Wer bist du? TV 2? Ja, wir hätten richtige Namen uns geben sollen. Ich bin in Not. Warte. Musst du denn da? Wer ist denn hier in Not? Ich in Not. Sag doch mal deinen fucking Namen. Rocket Beans 2. Da hinten, okay. Hier ist jemand durchs Fenster wollte, der sich ahlen. Ich hab einen. Oh. Ja, die kommen aber hier rein beim Truck. Ja, genau. Kann man da die Richtung Truck angehen, damit man nicht den anderen blockieren. Sagen kann, wo... Oh. Ja, okay, ich bin tot. Durch die Wand. Ey, dieses... Au, mich auch, ich bin so doof. Oh nein, Leute. Ah! Kommt hier zu mir, ich hab hier... Oh nein, ist das euer Ernst? Bin ich jetzt ganz alleine, oder was? Überlebe. Ja, aber... Ah, oh, der war so klug. Das ist doch kacke. So der hat durch die Wand geballert. Was soll ich denn hier machen? Ich hab euch alle dahin gelockt. Hat er einfach die Wand alle getötet. Pass auf, der ist direkt davor. Rechts direkt, ja. Ah! Ja, aber da habe ich verrissen. Du hast auch einen noch mitgenommen. Ja, aber den eigentlich hätte ich ihn kriegen müssen. Der war nämlich auch nicht so gut. Ui, aber er hat die hatte die richtige Einstellung schon. Naja. Okay, jetzt holen wir die. Oh ja. Weil die nichts können. Es wäre echt besser, wenn wir richtige Namen haben. Können wir nicht mehr ändern, oder? Ich finde es immer sehr schwer, noch rauszukriegen, wer von euch welchen Namen hat. Und nee, ich wollte es auch schon ändern. Es hat leider nicht. Na gut, nächstes Mal. Also, ich heiße halt Daenerys. Das kann man sich recht einfach merken. Ich heiße. Racket Beans mit 3.
Hm. Ich heiße Rocket Beans. Daenerys und ich bin die Eins. Du bist Rocket Beans. Genau. Nee, das ist der heißt mit TV. Das ist der Typ, der am dichtesten an der Kamera dran ist. Rocket Beans TV, aber 2. Das ist unmöglich, sich zu merken, Leute. Ja, ja. Was suchen wir? Bombe suchen. Oh, ich hab schon direkt einen der langen Aal sehen. Wer will ein Wettrennen machen mit mir? Niemand. Oh, ich hab 2 erwischt, da wurde ich getötet. Ey, ich weiß gar nicht, wo hier der Eingang ist. Ich check das. Das jetzt kann auch springen mit den Dingern, ne? Shit. Verfahren. Dennis, ich guck dir zu, ne? Ich bewerte auch, was du machst. Ich wette, das ist ganz oben. Du bist noch draußen, du musst rein. Du springst gegen einen Baum, wieso? Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sehr gut. Rocket Beans. 10 Sekunden bis Dennis sucht hier den Vorplatz ab nach noch 5 Sekunden. Gras. Also ganz oben ist schon mal clean. Oben ist die Bombe. Nee, ist clean, da ist nichts. Nee, wir haben noch eine entdeckt. Eine ist doch gemarkiert. Aber die war nicht da ganz oben. Nee, das stimmt, aber wir sind cool. Ach, jetzt habe ich den Fußspurenleser wieder. Um den Entschärfer fallen zu lassen. Wir wurden entdeckt schon. Was ja, das heißt sind das die Kameras. Die Kameras. Das, ja, ne? Ich weiß gar nicht, zum 100. Mal. Die müsst ihr abschießen, wenn ihr sie seht. Hier okay, zum Beispiel. Ja, genau. Lade ein neues Magazin. Komm jetzt so hoch. Oh, die schießen durch die Wand. Achtung, oben, oberster Stock. Stehen ich irgendwo, schießen durch die Wand. Durch die... Ich hab einen durch die Wand abgeschossen. Woo! Sauber. Alter, wie das laggt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Also die Bombe, Alter, ist ja hakt unten, ne? Wieso hakt das so? Kann ich nicht performen. Wo ist denn hier eine Kamera? Die Bombe ist hier unten. Ne? Ja, ihr seid, wir müssen falschen, nach unten. Wir müssen, ich meine, ach du Scheiße, ist schon... Ach, fick doch die Henne, ey. Ich hab noch einen. Schnell, geht nicht die Treppe runter. Ihr könnt im Haus. Okay, ich seh schon. Das hakt wie Sau hier, das gibt's nicht. Ey, du dummer Polizist. Dich hätte ich gebraucht. Was ist geschehen? Alter, hakt das bei euch auch so derbe gerade? Es geht, ja, eigentlich alles gut. Achtung, da ist nicht einer erwischt. Die Treppe runter ist einer rund. Ja. Genau. Der ist lang, so dass wenn ihr die Treppe runter geht, dann ist direkt... Ich sehe nicht genau, wo der ist. Rauchgranate eingesetzt. Achtung, Achtung, nicht hingucken. Okay. Ich hab, hast du mich gerade geblendet, während ich den Entschärfer aufgehoben habe? Ich wollte das gar nicht. Warum hast du dieses getan? Ich dachte, das ist ja meine Special-Fähigkeit. Ja, ich hab... Wollt ihr jetzt da rein? Was ist denn nur meine Special-Fähigkeit? Ey, das ja, der ballert, ne? So derbe. Ich bin so ein bisschen Sichtschutz für euch. Ja, geh mal vor mit deinem Schild da. Ja. Ich bin hinter dir. Go, go, genau. Perfekt, perfekt. Eine Special-Fähigkeit ist die Armbrust, glaube ich, oder? Durch den Wand oder was? Check das gar nicht. Alter Schwede. Schießt einer Fotos oder sowas. Blitzt ganz doll. Ja, das war ich. Ich wollte den Feind blitzen. Ach, shit. Ah. Ja, ey, aber mir hakt das mega krass gerade. Ich weiß nicht, was es ist. Furchtbar. Ich habe das Gefühl, mein Schild ist gar nicht unverwundbar. Der Chat bittet uns zu hocken und weniger zu rennen. Okay. Ach so. Naja, das kann ich. Im Hocken kannst du auch keine Bombe einnehmen. Also. Übrigens hatte der eine wirklich so ein Scheißgerät, mit dem man durch die Wände gucken kann. Ich dachte, wie, was? Ja, der kann, der, dann wirst du markiert, ja, dann siehst du einen kleinen Pfeil, wo der Gegner ist, und dann schießt er durch die Wand. Dann bist du tot. Mhm. Das ist ja unfair. Das ist quasi ein Wallhack. Nils, vor allem du sollst in der Hocke wegen deinem Schild. Ja, das habe ich gerade auch gerafft, weil der hat die ganze Zeit auf meine Füße geschossen. Das habe ich jetzt, wo der Chat das sagte, fiel mir das auch ein. Weil es gibt nämlich noch einen anderen Charakter, da kann man irgendwie das Schild vergrößern. Ich glaube, das ist ein Franzose. So, ich mache wieder Fenster. Ich bin der Fenstermacher. Der Fenstermacher? Den Bereich sichern. Wenn ihr irgendwo ein Fenster wollt, sagt. So, wo sind denn hier unsere? Ganz oben. So, okay, die Bombe ist ganz oben hier, ne? Da oben sieht man ja die Marker. Wir müssen die kleinen Drohnen töten. Genau. Genau, lass sie jetzt hier nicht die Treppe hochkommen, die Drohnen. Zur Not haut ihr sie mit V. Wieso leuchtet das? Was geht da? Die Tür ist verrammelt! Das kann nicht dein Ernst sein, du Scheißding! Hau jetzt mal ab! Und kacke, ey.
so hakt. Da! Haben sie erwischt? Nee, doch. Sie haben die Bombe nicht gefunden, glaube ich. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Wir machen wieder Camper Noob, okay? Du kann ich denn meine Dings hier nicht sehen? Camper Noob. Hier, mach mal hier Verstärkung an die Dinger hier. Racket Beans, hier. Wie mache ich denn das? Mit benutzen. Ganz nah an die Wand, an diese Pappwände stellen und dann benutzen drücken. Das gibt's doch nicht. Nee. Dann mache ich die kaputt. Ja, dann bist du an der falschen Wand. Hier zum Beispiel. Ach so, da. Ah, du meinst, oh, hier wird schon durchgeballert, Jungs. Durchs Fenster. Welches? Ja, direkt bei der Bombe. Da hat schon einer durchgelümmelt. Oh ja, okay. Direkt bei der Bombe, ja, ja, ja. Ich habe ihn einmal getroffen, er mich aber auch. Was ist die andere Bombe, meinen Sie? Jungs, er ist hier in dem Fenster bei dem und hat da geschossen, genau. Wir sind original direkt hinter der Bombe an der Wand. Ich habe einen. Schön. Gut. Ich habe euch hier eine Sperre auch eingebaut. Wo? Aufgebaut. Bei der Bombe wieder eben, wie eben. Der hat ganz gemein da hinten durchgelinscht, durch das kleine Loch. Ah, kann mich jemand halten? Kann mir jemand ganz schnell Dach, Energie geben? Da oben. Da ist ein Sniper. Auf. Kann mich bitte halten? Wo ist denn der? Achtet auf das Dach, die können auch von oben irgendwie schießen. Da? What the hell? Alter, das gibt es doch nicht. Man kann von oben. Okay, das ist ja frech. Exotherm, ja, der hat mich auch durch die Wand eliminiert. Oh! Wo denn? Das, ja, vor dem. In dem Raum mit der Bombe. Ah, ey, meine Güte! Ich habe ihn eine Sekunde gesehen und war sofort tot. Aber man rafft, also wenn man durch dieses Replay checkt man so auch so ein paar Taktiken. Mm, ja, ja. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Das ist ja, halt ja auch wieder eine absolute Niederlage. Oh, wir können pingen. Wusstet ihr es? Was heißt das? Anpingen. Also wenn du jemanden siehst, kannst du ihn markieren, glaube ich. Wenn ich das richtig. Oder man kann sagen, ey, hier bei mir. Und dann drückt man einen Button und dann kriegen es alle auf der Karte. Ich weiß nicht genau. Immerhin bin ich mal nicht schlecht. Guck mal, wir haben aber ordentlich Kills. Wir haben fast ein gesamtes Team ausgelöscht. Vorsichtig sein mit solchen feiernden Aussagen nach so einer Niederlage. Wieso? Wir müssen sie feiern, feiern, wie sie feiern. Gut, gut, gut. So, okay. Ja, lass erstmal Werbung machen. Würde ich auch sagen, ich würde das Spiel gerne neu starten. Mehr Sinn. Mir ist gerade total abgefuckt. Ich mache mir hier den alten Viergriff. Liebe Reggie, ich hoffe, ihr seid ready. Denn in 4 Minuten kriegen wir auch gar kein Match mehr hin. Machen wir kurz Werbung. Deniri macht einmal hier ein Reset und dann greifen wir an. Ich merke, die Lernkurve oder? Ist steil, ist enorm. Also. Jo, da sind wir wieder. Yeah, yeah, yeah. Dienstag. Geht's so ein bisschen motivierter, bitte? Das ist der Moment, wo du mit deinen besten Freunden zusammen die besten Spiele spielen kannst. Okay, können wir das nochmal anfangen? Können wir nochmal noch das Intro haben? Noch einmal anfangen. Nils will nochmal neu machen. Bitte einmal das Intro noch. Bitte nochmal das Intro jetzt, bitte. Bitte einmal das Intro. Das dauert viel länger als. Ja. Oh, jetzt hast du sie durcheinander gebracht, merkst du es? Ja! Schön, dass ihr wieder da seid. Yes, 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 yes. Eine neue Runde heute Abend. Mein Name ist der Beatstag. Mit Robin, mit Dennis, mit Simon, mit Jana, mit Nils. Yes. Und wir spielen Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Pam, 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 pam. Nils, die Zuschauerzahlen sind gerade um 10% gestiegen. 10% gestiegen. Nice. Das sind alles Audiobots. Okay. Die auf Lautstärke ansprechen. Alright. Lasst uns ein Like da. Lasst uns ein Like da. Ja. Abonniert unseren Channel. Smash that Like Button. Yes. Weiter geht's! Okay. Weiter geht's! Oh shit! Neues Glück! Oh, ich hab mein. Oh, ist nicht gut. Was hast du getan? Ich hab meine, meine Spracherkennung aktiviert. Ich bin noch nicht im eingeladenen Menü. Ah ja, guck mal, da sind wir. Ich glaube, wir sind alle im Team, ne? Ja? Nee. Gut. Nee. Oder? Doch, ja, doch, ja, doch, ja, doch. Ja. Alle sind im Team, ist doch alles gut. Macht euch locker, alle sind im Team. So. Und jetzt warten wir noch kurz auf Dennis und seine Sprachsteuerung. Was baue ich mir denn hier für meinen? Können wir mal kurz zu mir schalten, weil mein Computer will. Was sagt er? Mit Tab können Sie durch die Optionen navigieren. Okay. Zum Beenden der Sprachausgabe drücken Sie Feststelltaste und Sie Feststelltaste. Hört man das? Danke. Okay. Bin am Start. Sorry, ich wollte gerade mit mir reden. Ne? Wäre unfreundlich, wenn ich nicht drauf gehört hätte. Drück mal hier auf. Soweit ist schon, ja. Dass sich selbst die. Das Betriebssystem voll labert. Geht's los? Ja, oder? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ach so. So. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das ist Liebe.
Ach, guck mal, der ist nur Level 135, der eine. Easy. Den kriegen wir. Alle auf den. Ach, das ist auch meine Lieblingsmap. National Bank. So, was geht denn? Wen nehmt ihr? Ich nehme Die geile Tante, die ich freigeschaltet habe. Ich nehme Blackbeard. Was heißt das, wenn einer von BattleEye gesperrt wurde? Heißt das nicht irgendwas mit Cheaten, Robin? Wo steht denn das? Das steht hier manchmal rechts oben bei mir, wenn das Spiel startet. Bei euch doch bestimmt auch. Das klingt auf jeden Fall nach Cheaten. Oh, wir haben aber die beste Verbindung. Geil. So. Boah, das wird richtig gut jetzt. Okay, wir haben einen im Team, der ist nicht Level 100, der ist nur 89. Yes. Lol, auf den zuerst, okay, den schlagen wir ja zuerst. Das ist das schwächste Glied in der Kette. Fetcher. Der sieht ja auch heiß aus. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir spüren eine Bombe. Oh. Ich habe zumindest ein paar Leute gefunden hier. Okay, dann kann die Bombe nicht weit sein, weil ich glaube, die spawnen immer bei der Bombe, ne? Unten links von uns aus gesehen. Also gibt es vielleicht andere, gibt's. Find die Bombe. Jetzt sehe ich erst Süden, Westen, Osten und so. Erdgeschoss oder was? Genau, Erdgeschoss. Liebe Freunde. Und ich sag dir gleich, wenn ich. Ah, hier sehe ich einen. Zumindest waren da. Das ist ja bestimmt doch irgendwie die Bombe. Guck mal, der sieht mich nicht, der Vollidiot. Guck mal, die haben schon wieder einen ausgeschaltet. Echt? Warum? Weil wir Trash Talk gemacht haben am Anfang. Dieses Level 89 Noob hat den so zermürbt. Ja. Oh, wir wissen nix, ne? Ich weiß nicht mal, wo es lang geht. Aber ich folge euch einfach mal. Okay. Okay, irgendwie hier vom Dach komme ich schon mal nicht. Achtung, der schießt da schon raus. Da warst du das. Oh, oh mein Gott! Oh, er hat mich erwischt. Aber ich bin noch nicht tot. Komm zurück, ich helfe dir. Ja, geil. Oh, wundervoll. Dankeschön. Wenn der jetzt rauskommt, sind wir beide tot, aber ich hab's riskiert. Alles für die Freundschaft. Das ist viel wert und jetzt werde ich ihn rächen. Dann komm. Ich bin hinter dir. Du bist ein gutes Schild. Der lümmelt hier irgendwo. Da! Wo? Da rechts von dir, Dödelmann. Ja. Ja. Oh. Ja. Ey, willst du ihn dir nicht holen? Der ist beim. Du siehst doch, wo er drauf schießt. Aber ein. Oh Mann! Ich bin auch tot. Ich sehe nicht, wo der hergeschossen ist. Aus dem Fenster da hinten. Ach, da, okay. Und auf der Treppe ist auch einer. Auf der Treppe. Okay, gut, das ist kein Problem. Das schaffe ich. Guck mal, nur 1-3. Schon wieder der Robin. Die machen das viel. Nee, ich bin schon tot. Achso. Das war, glaube ich, ging echt zu schnell. Naja. Ey, diesmal habe ich. Ich will eine andere Waffe. Der Chat fragt, ob wir nicht einfach ein paar Scopes kaufen könnten für unsere Waffen. Ach, das geht? Ja, Scopes fände ich gut. Ja, das ist die Frage, ob wir mittlerweile genug Rufpunkte haben dafür. Habe ich. Auf jeden Fall anpassen. Ich glaube, das ist der falsche Moment, oder? Okay, das geht tatsächlich, aber das mache ich. Warte mal, das. Wie hast du das denn gemacht? Ach, guck mal! Anpassen. Da gibt es doch rechts auch noch eine Maustaste. Enter machst du anpassen und dann kann man da nämlich Visiere und so einen Schnasel kaufen. Ja, aber ich habe nichts davon. Und auch die Waffendesigns. Oh, toll, Waffendesigns. Guck mal, jetzt hole ich richtig. Geil, da kann ich mir hier so eine. Hier, so eine geil. Cobra oder was? Schlüsselanhänger und so einen Scheiß. Geil, ich kaufe mir die Cobra. Nice. So, guck mal. Jetzt habe ich Waffenskin, jetzt haben die richtig Schiss. Den Bereich sichern, die Bomben. Jetzt können die uns nicht mehr Noobs nennen. Bombenschützen hat er gerade gesagt. Okay, ich verbarrikadiere hier mal alles gleich. Sehr gut. Ich bin im Fahrstuhl. Ist clear. Okay. Ist easy hier durch. Kann ich hier so ein. Okay, ich kann hier springen von hier sitzen. Ich lade nach! Zugangssperre angebracht. Ah, wenn er da durch ist, ist er tot. Ich habe mein Magazin gewechselt. Ey, sag mal, ihr könnt mich doch hier nicht. Oh. Ja, okay. Eins von diesen kleinen Mäusen habe ich erschossen gerade.
Hier ist noch irgendwie eine Maus. Nice. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschärfen wollen. Mach ich. So. Achtung, Aktionsphase. Jetzt eine Aktion gefragt. Alter, das war smart, Nils. Das war smart hier. Vielen Dank. Das habe ich Eis zaubert für das her. Kannst du das noch mehr machen? Ja, ich habe 3 insgesamt. Ich baue hier noch eine. Naja. Okay. Kannst du selber dann da durchgehen? Ja, ja, man kann da durch. Das ist ein Smart Laser. Kumpels können da durch. Alter, hier war Party. Hier sind diese grün leuchtenden. Was ist denn das? Achso, ich kann hier. Okay. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass man hier jetzt nicht. So. Irgendwas schießt auf mich. Wo? Vermutlich. Ich bin bei der Basis, bei der Bombe, meine ich. Ja. Warum? Jemand macht Jagd auf mich? Was ist denn los? Okay, hier bei mir, sie ja, kommen, ich bin sie bei kommen, dir, sie ich kommen. Bin bei dir. Du bist Racket Beans? Ja, ich bin Racket Beans. Oh! Ja, ich bin tot durch die Wand geschossen. Vorsicht, Jungs. Zwischen den beiden Bomben ist das, glaube ich. Ein dummer Sniper hat mich durch die Wand gesehen und getötet. Ach, shit! Komm, ey! Na! Na! Ich leg wieder mein. Durch die blöde Kackwand, durch irgendein Scheißloch. Ach, der wusste ganz genau, wo ich Simon. Bin und. Ja. Das war scheiße. Das war scheiße. Ich habe einen Feind identifiziert. Einer ist am Treppenhaus. Am Treppenaufgang. Ja, im Treppenhaus steht am Eingang der Treppe. Ja. Ich werde es beschreiben. Irgendwann dumm rum. Ist die direkt über die Niere. Erdgeschoss. Durch die Wände immer. Was machen die? Erdgeschoss an der Wand bei der Treppe. Bombenentschärfer platziert. Ach, fuck. Da beim Treppenhaus ist einer, ne? Treppenhaus? Ja, also oben. Kommt jetzt runter. Ja. Oder ist das das andere Treppenhaus? Die haben nicht gewonnen. Wo komme ich denn da hin? Oh, du bist, glaube ich, im falschen Stockwerk. Kann das sein, dass du nur einer runden musst? Ja, die sind direkt bei der Bombe. Oh. Alter, ist sauber. Du musst da runter. Oh. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Toll. Das fand ich jetzt nicht so geil. Okay, mal gucken. Kann ich mir jetzt was für die Pistole kaufen? Pistole. Zack. Läufe. Null verfügbar. Wo kann ich mir die denn kaufen? Im Operator-Menü. Hm? Im Operator-Menü. Da komme ich jetzt aber nicht mehr. Das ist korrekt. Rein, ne? Schade. Das ist erst nach der Runde kann ich das kaufen. Na gut. Okay. Ah. Wir müssen eine Bombe aufspüren, eine Bombe aufzuspüren. Wo sind die denn? Das ist auch ganz schön verwirrend, die Maps, oder? Mhm. Oh, hallo. Hey. Ist hier nix? Nee, wir müssen nur nach oben. Okay. Müssen wir den Fahrstuhl bedienen? 5 Sekunden bis zum Einsatz. Naja, das ist hier eine Treppe hoch. Entschärfer ist jetzt gesichert. Okay, alle Gulli oder was, ne? Wenn das schon hier so... Tschüss. Alter, sie werden uns nicht kommen sehen. Aber vielleicht Gulli-Trick, glaube ich nicht, dass sie dann... Ah, rechts, die haben uns gesehen. Oh, shit. Sollten wir da vielleicht nicht durch? Mm. Wollen wir nochmal umdrehen oder wollen wir... Ich glaube, schnell nochmal umdrehen können wir nochmal. Nee, Moment, komm. Ich habe eine Drohne. Ach nee, das ist die falsche, das falsche Special. Hier, ich schieße ein bisschen Rauch rein. Vielleicht dann. Alter, ich habe ein Handy auf meinem Arm. Das ist eine Dings. Bombe. Okay. Okay, er wurde eliminiert. Dann ist das gar keine für Rauch. Ich raff hier gar nichts mehr. Vorhin hat sie geraucht. Und jetzt explodiert sie nicht.
Komm, kommst du mit mir? Ich bin okay, oben. Ich bin hinter dir. Es bin explodiert, bin ich. Das war eine Granate. Nee, oh, das war eine Fernzündungsmechanik. Das gibt's schon. Also laut Chat ist es keine Rauchgranate. Alter, der hat uns mit der C4 beworfen. Aber es war vielleicht auch ein bisschen dumm, wenn die uns gesehen haben. Ein bisschen, einfach, ne? Aber gut, mit der Rauchgranate habe ich gedacht. Das nächste Mal, wenn wir überlegen, ob wir da wirklich durch sollen, sollte die Entscheidungsfindung nicht so lange dauern. Oh, der hat die Kamera zerstört. Ich bin hier runter, ohne dass man mich sieht. So, guck mal, Robin noch am Start und... Ja, aber da sind ja... Eddie. Wo sind da runtergekommen? Einfach runtergekommen? Na gut. Kann ja nichts passieren. Okay, Eddie ist schon drin. Und sneakt da gerade durch die Mitte. Simon, du kannst Wände damit da! Aufbauen. Sehr gut! Sehr gut, Eddie! Ja. Den hast du! Ich lade nach. Jetzt erstmal Ede kurz noch zugucken beim Ruhlen. Das Problem war, dass ich die letztes Mal benutzt habe, parallel, als jemand von euch eine Rauchgranate benutzt habe. Von und dadurch dachte noch. Ich, die wären für Rauch. Einer schnell, schnell. Anders aber immer noch nicht, wie man die zündet. Ja. Muss aufhören, so einen Shotgun zu nehmen. Die sind lieber Chat, wenn jemand weiß, wie ich die dann zünde, nachdem ich die abgeschossen habe. Das wäre ganz geil. Oh. Ach, von hinten. Der war schnell. So, sollen wir uns jetzt mal so Sachen kaufen für die Waffen vielleicht? Ja, ne? Bevor wir die nächste Runde machen. Okay. Denk auch. Ich hätte gesagt, wir sollen wirklich mal auf ein paar Sachen achten. Es war nicht sprinten, keine Schrotflinte, die Specials okay, benutzen. Keine Schrotflinte. Und ja, also wir müssen wirklich leiser sein. Okay, zurück ins Hauptmenü, ja? Genau. Okay. Rechts oben den Knopf drücken, bitte. Können wir nicht als Squad rausgehen? Maybe one day when we are smarter, but not today. Steht hier, aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Na gut, dann bin ich jetzt im Hauptmenü gekauft. Jetzt mal gucken, wo ich das so, wo macht man das hier? Guck mal. So Operator oder was? Ich will jetzt auch so durch die Wand Guckapparat kaufen. Zack, Sekundärwaffe. Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Aha, aha. Okay, Läufe. Hä? Highlight. Die Waschfunkgeräusche. Was ist das für ein Scheiß? Bringe den Gesamtrückstoß bei 1. Ah, guck. Was ist das für ein Quatsch hier? Ihr könnt parallel schon mal dem Spiel von Robin auch beitreten, der lädt parallel ein. Okay. Ist das dann für, hat man das Visier dann nur für speziell diese Waffe geschaut? Scheinbar, ne? Ja. Wo findest du die, Alter? Sag mal. Wie ja, pass auf, ich bin. Operator? Musst auf, ja, du musst, gehst auf Operator. So. Dann auf die einzelnen Typen musst du nicht gehen. Ah, okay. Dann jeweils. Okay, dann check ich's, glaube ich. Ja. Ja, das ist meine neue Super. Die nehme ich immer. Okay. Ja, die sieht gut aus. Geilo. Leider nicht genug Kohle dafür. Doch, Alter, ich kann mir da 5 Optiken draufschrauben, Alter. Ich kann mir nicht entscheiden, ich kann mir alles leisten. Okay, ich habe also, wenn ich gekauft. Die Gegner sehe, haben die irgendwie mal das. Ja, aber ein ACOG ist eigentlich mehr für mittlere bis ja, Ferndistanz stimmt, und natürlich. Wir sind meistens so Häuserkämpfer, da bin ich mehr so der Holo-Dude. Aber, ne? Gut. Wie sieht's bei euch aus? Ja, ich bin soweit, aber ich lade noch mal kurz alle okay, ein. Okay, kann man ja so voll die Sachen machen. Okay, Visiere. Ich komme. Freischaltung bestätigt. So, jetzt noch den extra Wummslauf. Also, wer wollte wissen, wie man durch Wände schaut? Puls kann das. Puls. Na gut. Unterlauf. Ist ja ein bisschen günstiger. Wenn ich mir da jetzt so einen Laser rauf montiere, das ist doch voll dumm eigentlich, sehen oder? Das die Gegner dann nicht? Das ist, ja, ne, das ist die Frage. Mhm. Ich lass das lieber. Ey, dass man für jeden einzelnen... Voll der Nachteil, den man sich hier kaufen kann. Okay, vielleicht kann ich mir noch so eine Glocke kaufen, die mich vorne an die Waffe macht, sodass sie mich auch noch hören. Na gut. Lieber Chat, so sehr ich eure taktischen Tipps wirklich schätze, nur sie basieren darauf, dass wir zu fünft als Team agieren. Insofern würde ich dieses Fass jetzt noch nicht aufmachen.
So, guck mal, das ist doch hübsch. Man kann richtig viele schöne Sachen kaufen. Also, ist halt so still. Im Shop, oh, ich kann ein Talisman. Wollt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Zwei fehlen hier noch bei der Einladung. Ich glaube, das ist einmal den Nils, lade ich nochmal ein. Und ja, bitte. Eddie, glaube ich. Ich kaufe mir doch kein Talisman. Das ist doch Aberglaube. So, was war das? F2? Geil, rote Strapse kostet nur 18.000 Gold. Ist das ein Deal oder was? Okay, ich würde vorschlagen, wir machen einmal, auch um den Chat zu besänftigen, ganz vorsichtig und leise und langsam. Und wir bewegen uns quasi nicht. Gar nicht? Wir lassen den Wind uns in Richtung Feind wehen. Das machen wir. Ja, vielleicht nicht ganz so langsam, aber wir haben ja nur 3 Minuten. Also ich bin bereit zu gewinnen. Jetzt. Ich bin auch bereit zu gewinnen. Na gut, wenn mir das geklärt hat. Vorhin hatte ich keinen Bock. Aber wenn ihr das so sagt. So, sind alle soweit, dann drücke ich ihm auf Spiel. Ich bin gespannt. Mach das. Jetzt habe ich hier richtig Bock. Ich auch. Also ganz ehrlich. Wir schaffen das auch mal jetzt. Neue Waffen, ist doch alles da. Alles da, was man braucht. Ah. Geil. Wir sind gut ausgerüstet, wir sind motiviert. Kann eigentlich nichts schief gehen jetzt. Ach, guck mal, eine Map, die wir noch nie gesehen haben. Perfekt. Nice. Ja, sehr gut. Wir sind Verteidiger. Innenverteidiger? Geilo. Sigmund Degerät. Okay. Hat der Chat dir geantwortet, wie man das zündet, so deinen Kram, den man so zünden kann? Nee, leider nicht. Ich schau das auch nochmal gerade nach. Guck mal, oder? Z wie zünden. Nee, das ist es nicht. Nee. Das Geschenk für dich, Nils. Das ist lieb von dir, dankeschön. Der Tischtennisschläger. Komm schon mal. Ah, da. Das ist Gold. Das ist G und wahrscheinlich nochmal G dann. Aber das. Hä? Das wäre ja GG, das wollen wir nicht. Dennis. What? Das ist hier keine Komödie. Den Raum sichern. So, ich schleiche. Oh, ich habe hier mega den Durchblick jetzt. Oh. Okay. Kamera. Oh, meine Waffe ist unbesiegbar jetzt. Hier, Achtung, lebst du noch? Hau! Den habe ich. Entschuldigung. Du hast mich original halb tot geschossen. Ich sagte, ich sollte euch nicht in die Füße schießen. Ja, aber warum macht ihr das denn mit mir? Noch ein von den Typen. Drei. Mann, ich weiß gar nicht, von wo die kommen können jetzt. Ich auch nicht, die sind pink. Drei Typen habe ich hier erwischt, glaube ich. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja anfangen. Ordentlich. Nur noch 10 Sekunden. 10 Sekunden, okay. Aber das ist mich auch original. Da ist noch einer! Habe ich auch, geil. Dass mich original hier einer ballern musste. Wo war ich doch schon? Die Gegner haben den Biogefahrenbehälter lokalisiert. Hier darf ich nicht. So, hier oben sind alle Türen zu. Okay. Dort müssen sie rein. Ich habe keine Ahnung, von wo die jetzt noch kommen können. Oh. Und hier vielleicht? Mach das alles zu. Ich habe gerade minus 10 Punkte bekommen. Immerhin. Von oben, ne? Oh, sie schießen hier durch die Wand, durch diese braune Holzwand bei mir um die Ecke. Den haben wir? Einen haben wir, ne? Ja. Sauber. Sehr gut. Guck mal, es geht auch. Jetzt müssen wir noch die anderen töten, ne? Das ist ganz einfach. Ich weiß gar nicht, von wo der jetzt durchgekommen ist. Ich check das gar nicht. Ich glaube, ich stehe gerade draußen. Was tue ich hier? Die können halt immer von überall kommen. Gewöhnt euch dran. Da wartet einer dran. Einer kommt hier bei mir gleich rein. Oben durchs Fenster? Nee, das ist so eine Art Fenster, ja. Also vielleicht auch nicht. Ich habe gerade einen Laserpointer gesehen. Ah, da, ja, ja, ja. Hat mich erwischt. Oben? Guckt, wo ich gestorben bin, ich weiß es nicht. Oh Gott, sorry, oh, 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 sorry, sorry, oh, ich hab dich auch gedreht dabei. Alter Schwede, 60% Energie abgezogen. Sorry, ich hab mich voll erschrocken. Ja, wenigstens Achtung, lebe ich einer noch. Einer kommt bei euch jetzt gerade rein durch eine Tür. Gott. Er macht gerade, er bringt eine Ladung an. Jetzt. Bringt eine Ladung an? Ah, die haben dir. Au! Kamera. Ich sehe einen. Wo bist du denn? Oben. Die Gegner sichern den Biogefahr. Was? Sofort Jungs!
Okay, na. Oh, ich bin tot. Weggesniped von. Oh, das ist jetzt. Ja, ach, come on. Wie ist der denn da rangekommen an den Behältern? Wieso kann der mich da wegsnipen? Shit. Hm. Okay. Ja, das war interessant, dumm. Aber dann haben wir nicht gecheckt, dass da irgendwie noch eine Seite war, wo wir abdecken mussten? Oder wie haben wir das denn gekriegt, dass die da reingekommen sind? Tja, das werden wir nie erfahren. Ich glaube auch nicht. Das war ein bisschen unbefriedigend. Wie sind die denn da rangekommen in unserem Rücken? Kann ich denn mal hier sehen, was mein Spezialshit ist? Wieso steht das hier nirgendwo? Hier, da. Das muss auch irgendwo hier. Du hast ein tolles Gadget. Ja, wenn das du jetzt kann mal, ah, jetzt zu spät. Da konnte man auf Leertaste drücken und ich glaube, dann steht irgendwas, du kannst. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich ihn hier eindringen in dieses Haus? Okay. Du hast es durchschaut? Ich kann gerade nicht beschreiben, wo ich da war. Unbeschreiblich schön. Von euch im Norden. Oh, Nordosten. Ich habe gerade ganz viele von ihnen entdeckt. Ach, scheiße, zu spät, tot. Wo denn? Welches Geschoss? Ich ging in den Keller. Es war Erdgeschoss oder Keller. Hier war's Erdgeschoss. Oh, ich habe ein sogenanntes Störsignal empfangen. Also, das ist ja schon mal was. Erdgeschoss muss oder Kram eigentlich sein. Hallo? Jetzt check ich das noch erst. Das Ding hat mich komplett vernichtet hier. Die sagen im Chat, dass du, Ede, deine mittlere Maustaste jetzt benutzen sollst. Am Anfang schon. Weiß gar nicht, was du hast da. Oh, das sieht nice aus. Ah, okay. Ja, aber ich habe einen Fernseher hier. Keine Ahnung, was das bringt. Damit kannst du. Okay. Kann ich wahrscheinlich durch Nebel gucken oder so, aber. Oder Flecken auf dem Boden finden. Stimmt. Ich laufe hinter dem mit dem Schild her. Das ist eine gute Idee, finde ich. Blick noch nicht, wo wir landen. Ist okay. Kein Problem. Hier oben sind Wasserpfeifen. Fängt dann in die Hocke? Egal. Alter. Oh, einer ist schon tot. Es geht so schnell, ey. Wo denn? Pass auf, ich habe hier auch so ein. Da, wo ich tot bin, direkt ist das rechts. Sechs? Oh, da ich kann hier auch irgendwo eine Wand sprengen. Ich mach das mal da oben. So. Ich habe dich gerecht, Etienne. Sehr, sehr gut. Gut. Okay, ich brauche Hilfe, Etienne. Ich bin tot. Oder jemand anders, ich weiß. Aber ich mag das, wenn du mich Etienne nennst. Ach, scheiße, Mann. Danke. Komm ich noch runter? Ja, das war jetzt schon. Weißt du, wer hätte sagen können, dass da zwei in dem Raum sind? Aber das zeigt, dass wir den richtigen Riecher hatten. Ach, der hat sogar noch gelebt, der Penner. Der war noch verwundet. Oh, alles falsch gemacht. Naja. Alter, fuck you! Autsch. Ich lade nach und brauche Deckung. Ich weiß nicht, wo der. Oh, hockt sie in der Ecke da die ganze Zeit. Ah! Ja, unbefriedigend. Sehr, sehr. So, Nils lebt noch mit seinem Schild. Düdüb. Schleichi, Schleichenstein. Rocket Beans lebt auch noch. Ja. Cool Vibes. Da. Sehr gut. In den Rücken. Der lebt noch, oder? Nee, der ist tot. Oh, Marin. Mach ihn! Ich versuche mal zu Nils zu kommen. Ja, Nils, das war schön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Achtung, ja, genau da ist nämlich noch einer. Nee, du schießt in die Wand. Wieso das denn? Bin ja, das ist halt so. Links, direkt links daneben, direkt links daneben. Hau ihn dir. Oh. Gut. Hey, okay, noch einer, super. Noch einer. Zusammen, zwei gegen eins. Einer den Refrag auf jeden Fall. Okay, lass uns zum Paket gehen. Jo, ich bin bei dir. Sehr gut. Ich habe eine Sprengladung, die mache ich hier mal rein. Pass auf. Ich hau dir hier die Sprengladung gegen. Ich glaube, das ist die 6. Hör doch irgendwas, oder? Die Drohne ist aktiv. Oh, wieso denn? Ein eigener Trupp verbleibt. Vom eigenen Trupp? Das haben wir richtig gehört. Nein. Oh, der hat meine Füße gesehen.
Robin hat's wieder in der Hand. Spanomat. Der ist da drin. Ja. Achtung. Ich wurde entdeckt. Die sitzt in der Ecke links, glaube ich. Da hat sie mich auch abgeknallt. Die ist so eine Eckenhockerin. Oh nee, das war der Mülleimer. Shit, wurde sie entdeckt. Weißt du, wo ich gestorben bin? Ja, der aber hat da direkt, ist, wie komme ich da rein? Ja, durch die Tür halt. Und der hat da direkt, der hat meine Füße oder was gesehen und direkt geballert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da hat er geballert. Geh da nicht hin, Alter. Geh da nicht hin. Ja. Mach die Tür einfach auf. Du musst halt auch was tun jetzt, ne? Schönes Ding, Alter. Guck mal, er ist in Panik. Und jetzt gehst du rein und... Holen dir. Da! Oh, hab ich nicht mal gesehen, gut, verdammt. Er war hinter der Bombe. Ja, schlau von ihm. Ja, aber es waren nur noch 15 Sekunden, also... Guck dir's an, der... Ja, ist schon hektisch, ja. Gut gemacht einfach. Ja. Schade. Das Gefühl, wir kommen so ein bisschen. Ey, es ist noch keine absolute Niederlage. Wir können die absolute Niederlage noch abwenden. Na dann. Okay. Oh, die haben drüben Level 7 Typ drin, der hat noch 0 Kills. Lukas, der Null. Lukas. Nein, den holen wir uns. Hau den Lukas. Ah, bin ich dumm. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Biogefahrgutbehälter. Ich habe meinen Homie nicht ausgewählt. Ja. Ach, wie dumm ist das denn? Jetzt hab ich den, durch jetzt? Den dummen Rekruten. Ich mach das hier mal zu. Mach das zu. Wenn das mal gehen würde. Also. Ja, lass uns echt mal versuchen, den Biogefahrenbehälter zu schützen und nicht so rumzueiern. Da kommen die ersten Dinger hoch. Aber du hast mich noch Drohne erwischt. Dumme Drohne. Jetzt bin ich echt eingesperrt hier. Ja, mach's kaputt, kannst ja wieder neu auf. Okay, jetzt kommen sie. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Haben wir die Tür gesichert? Tür gesichert. Ich geh mal wieder hoch, das ist mir zu gefährlich. Ey, wir müssen mehr Barrikaden aufbauen. Ja, und wir sollten vielleicht zusammen bleiben. Ja, ich komm hoch. Okay, jetzt haben wir uns aber alle gegenseitig eingesperrt, ne? Aber ist macht okay. Nichts. Ist okay. Nein, ich bin runtergesprungen. Was tue ich? Ist okay. Du kannst wieder hoch. Oh, ich bin auch an derselben Stelle runtergesprungen. Das macht nichts. Komm zu mir, hier geht's raus. Genau, hier hinten ist die Treppe. Achtung, irgendwo haben sie was aufgerissen. Ich glaube, die können von oben kommen, ne? Ich habe noch eine von diesen dummen Drohnen eine platt gemacht. Das heißt, der ist hier. Bei mir an der Treppe ist einer. Oh, mit einem Schuss? Ja, ja. Oh Gott. Oh, fick dich, du Fucker. Ich habe ihn aber auch. Hast du ihn? Ja, oh nee, er hat uns nur gegenseitig abgeschossen. Waffe, ich glaube, er ist immer noch bewusstlos oder so, eine Faxen. Möchte auch so eine schnelle Waffe haben. Ja, ist er. Ja, schieß ihn. Zwei waren an der Treppe, ne? Sehr gut, guck mal. Oh shit, da steht noch einer. Ja, ja. Hab ihn, hab ich ihn? Ja! Ja, sauber. Vorsicht, da schießt noch einiges, ne? Ich würde nicht die Position jetzt nochmal, die gucken da. Genau, lass sie kommen. Der steht an der Ecke noch und schießt. Ich kann ihn genau sehen. Er steht immer noch an der Ecke. Sie ist sehr hektisch. Sie hat Angst. Hin und her geht er. Große Angst. Sag Bescheid, wenn er nach vorne kommt. Er zielt was? Oh, okay. Fuck. Er ist immer noch an der Ecke. Kommt er. Nee, ich sag Bescheid, wenn er kommt. Er bleibt, jetzt geht er ein ganz Stück rüber und tastet sich ran. Jetzt kommt er. Oh, scheiße. Aber ich habe ein bisschen getroffen, aber er ist weg. Ich bin weg. Nee, ein bisschen. Ein bisschen getroffen. Habe dich ein bisschen getötet. Oh, fuck. Ich habe mich in den Rücken geschlichen. Und er, oh, so. Scheiße. Jetzt ist es wer... Ah, das hätte fast geklappt. Ede gegen zwei. Lieber Chat, wir wissen, dass mit den Wände verstärken uns fehlt nur völlig die Orientierung, wo eine Wand sinnvoll verstärkt ist und wo sie Quatsch ist, weil wir einfach zu wenig die Maps gespielt haben. Könnt ihr ein bisschen sich was hören? Pass auf, Eddie, die waren in diesem Foyer draußen an diesem. Ja, ich kann hier gar nicht raus, ich habe mich verbarrikadiert bei der Bombe. Noch eine Minute und 45. Das ist mega spannend. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt.
Sehr gut. Nur noch sauber. Ein Gegner übrig. Sehr schön. Oh oh. Jetzt muss es Niki sein. Du hast, hältst du noch einen Schuss aus. Ich bin. Ah. Alter Schwede. Ja, sehr gut. 30 Sekunden noch. Ins Bett mit dir. Nur noch 15 Sekunden. 12 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Absoluter Win, oder? Ja. Yes! Nice! Oh, nicht schlecht. Das ist der Sieg. Sehr, sehr gut. Alter, Ed! Es geht ab! Sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Runde. Wir können keine Werbung machen, weil wir noch eine Chance haben zu gewinnen. Ja, lass das doch noch schnell mitmachen, ja. Das machen wir. Die Leute freuen sich. Fs und Doppel-Gs werden gehackt in die Tastatur. Wunderschön. Wunderschön. Plötzlich so still alle. Konzentriert. Mega spannend. Konzentration. Muss jetzt lokalisiert werden. So, Achtung. Ja. Geht's hier raus? Ey? Schill, Mars. Wo ist denn hier geraten? Oh, die sind alle oben. Mhm. Oben, erster Stock scheint der ganze Shit zu sein. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ja. Ach, warte mal, hab ich gefunden. Tatsächlich. 5 Sekunden bis Einsatz. Sehr gut, da hängen sie alle oben. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Erster Stock, ne, ist klar. Wollen wir wirklich von unten kommen? Nee, nee, ich seile mich gleich hier mit meinem geilen Seil nach oben. Klug. Pass auf. Shit, das hier nicht hoch. Nee. Und wie komme ich da jetzt rein? Ach, eindringen. Hier ist ja schon offen. Kommt ihr mit? Ich bin oben auf dem Dach. Nee, vergesst das. Mit X kann man jetzt also tatsächlich pingen. Nicht unwichtig. Also wenn die alle im ersten Stock waren, dann können wir mal davon ausgehen, dass da auch dann die Bombe ist, ne? Ja. Okay, ich geh rechts zu links. Ja, okay. Ich, meinst du mich, Dennis? Nee. Hab einen. Ist ach, er weg? Okay, super. Ey, du links, ich rechts. Was? Oh, shit, einer ist in dem Schlafzimmer. Nee, in dem, im Wohnzimmer neben dem Schlafzimmer. Shit. Hier der ist auf jeden Fall Stacheldraht. Wir müssen nach oben. Alter, der hat aber auch keine Sekunde. Ich hab noch einen. Nice. Rocket Beans gegenüber war einer, aber ungefähr vor 10 Sekunden. Wir führen. Ja, wir müssen aber auch. Hier ist clear. Quasi in den ersten Stock, ne? Ja, ja. Ich glaube, wir sind aber auch. Oder? Im ersten Stock? Nee. Hier geht's nämlich runter. Ich wurde ja entdeckt. Shit, was heißt das? Da ist draußen, ne? Guck mal, das scheint so, als wäre da einer, oder? Hast du auch das Gefühl? Ja.
Hast du irgendwas zum Werfen? Guck mal, ich hab hier, ich drück mal diese Taste G, Achtung. Ja, ja, pass auf, Granate. Ja, die habe ich geworfen. Alter, voll abgeworfen und den Typen habe ich angeschossen. Wo seid ihr bloß? Der ist down. Er ist down, ich hab ihn auch. Ach, shit, die... Boah. Achtung, der ist direkt an dem Double Gate da. Ey, bitte, würde mich aufheben, genau. Geilo. Alter, nice. Was für Glück, dass der genau da steht, ey. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Ich hab den anderen. Sehr, sehr gut. 3 versus 1. 3 versus 1, das ist alles Ausgleich. Da ist noch einer hinten. Ich hab ihn. Woo! Nice! Alter Schwede! Mach ihm mal eben 6 Kills oder was? Wie geht das, wenn du nur 5 sind? Krass. Heftig. 6, Mann. So, Leute, jetzt die letzte Runde. Entscheidung. Dann können wir das Versprechen einlösen, dass wir nämlich gewinnen. Match per Verlängerung, Runde 1. Okay, wir sind wieder Angreifer diesmal. Gut, 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 gut. Alter Schwede. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Gehst du hoch, Böde? Okay. Ja. Dann mache ich Erdgeschoss weiter. Noch keinen gesehen, jemand? Nee. Dann sind die im Keller. Mhm. Wo geht's denn? Ich habe auch nur vollkommen vergessen, wo es runtergeht. Ich auch. Hey, hier sind sie. Was? Wo ist hier? Noch 5 Sekunden. Hey, die ist oben. Hab's Ziel gefunden. Sehr gut. Nice. Erster Stock. Erster Stock, okay. Wir haben das schön verbarrikadiert mit Stacheldraht und okay. Shit. Ich mache hier gleich ein Dach, Junge. Shit. Wieso komme ich da hin? Magazinwechsel! Magazin. Jungs, hier geht's links hoch, ne? Okay, da warte, da sieht man, da können wir vielleicht auf die Füße schießen. Durch den Schlitz da, und da haben sie sich reinbarrikadiert. Seht ihr die Füße? Sehr gut. Nur unten schießen, nicht die Sicht kaputt schießen. Ja, wir haben ihn. Nicht tot, aber verletzt. Okay, warte, ich gehe vor und werfe eine Flashbang rein. Jo. Oh, sie schießt warte, ich kann besser, warte, ich mach's mit dem... Ja, okay, mach du Flashbang, aber lass mich vorher die Wand wegschießen. Bist du bereit? Flashbang? Also, nee. Oh, was ist das denn gewesen? Das ist hier elektrisch geladen. Okay, Wand ist weg. Oh, einen habe ich. Okay, einen habe ich. Ja, da kommt die Treppe hoch. Was, von hinten? Mhm. Die Treppe hoch? Ich habe ihn im Sicht. Boah, was, er hat mich. Aber ich habe ihn auch angeschossen. Bleib da, Sion, er kommt. Haben wir noch irgendeine andere Treppe? Okay, ne, er ist weggegangen. Scheinbar. Ich habe eine Drohne geworfen, ich gucke, wo er ist. Links, links, ja. Ja. Hm. Park die da einfach, dann siehst du es. Kannst du immer da wieder hingucken. Shit. Oh, da ist er. Ah, ne. Da rechts. Hinter dir, rock wieder an. Rock wieder eins. Das warst du selber? Du hast deinen eigenen Tod durch die Kamera gerade gesehen, oder? Ja, aber ich bin in den Chat gegangen stattdessen. Ich wollte irgendwie vor dem Ballern. Stattdessen habe ich gesagt. Ja, scheiße. Aber an sich
Scheiße, ne? Nils muss jetzt 3 Leute ausschalten. Nils muss es rocken. Nils hat ein Schild. Scheiße. Ja. Naja. Habe ich überhaupt irgendwas getroffen gerade, ey? Ja. Irgendwas hat da nicht funktioniert. 1-2 Schüsse. Ah, das ist natürlich gemein. Oh. Schön von unten. Schade. Aber wir haben es spannend das gemacht. Das war mega knapp. Besser wird's wahrscheinlich heute nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Aber ein paar Kills haben wir gemacht, immerhin. Schade, aber ich finde, wir haben eine Lernkurve, oder? Der Chat findet auch, wir haben eine gute Lernkurve gezeigt. Die sind gar nicht allzu sauer. Wenn man die Maps kennen würde, was glaube ich das A und O ist bei Rainbow Six Siege, dann würde das hier ganz anders, aber ganz anders aussehen. Ja, ich glaube, die Items mehr und auch auf den Sound achten, aber wir haben vieles jetzt schon gelernt. Ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen. Ja? Also, ich fand es auch nicht so schlecht, weil gerade nächste Woche sieht das Spiel nämlich nicht nur besser aus, weil sie da alles updaten. Es gibt auch noch ganz viel neuen Shit und dann macht es erst richtig Sinn. Der Chat kann ja jetzt mal kurz so ein bisschen amokmäßig posten, ob wir es weitermachen sollen oder nicht nächste Woche. Ich hätte nämlich auch ein bisschen Bock. Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt sind wir ein bisschen drin. Wäre schade. Bei Chat. 100% aufzuhören. Ja, sicher. Also, es war ja so knapp, ne? Diese schöne Line, die nach oben ging, diese, wie nennt man die Kurve? Genau, die Lernkurve. Ja. Ne? Wenn man sie weiterrechnet, ist das nächste Ding Sieg. Ganz klar. Mathematik. Und danach E-Sport, würde ich sagen. Das ist dann der nächste. 2 Wochen dann. Ja. Nee, dann haben wir es gemastert und dann suchen wir uns ja immer das nächste Spiel, wenn wir es gemastert haben. Next Stop, Dota 2. Ja, kein Problem. Gut. Was passiert denn jetzt? Machen wir das so. Die Leute sagen ganz viel Ja. Und bitte weiter und nochmal. Das Spiel ist übrigens echt gut. Vielleicht habt ihr jetzt nicht alles gesehen zum Spiel, aber es wird vom Chat sehr gelobt und wir haben bisher auch viel Spaß gehabt. Auch wenn wir es nicht gezeigt haben jetzt. Ja, ne? Naja. Da würde ich sagen, hören wir auf, oder? Oder wie ist der Plan? Oder wollt ihr noch eine Runde machen? Also, ja, ich meine, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Das wird natürlich nicht reichen. Ich eine Runde, weiß nicht, was mit der Regie ist. Keine Ahnung. Da hören wir nichts. Das ist natürlich auch ein Zeichen. Ja. Ich versuche auf jeden Fall, ihr Account so lange zu benennen zum nächsten Mal. Nee, ey, ganz ehrlich, es sind hier 800 Grad. Ich muss jetzt auch nicht noch eins. Ist okay. Oder wollt ihr noch alle? Nein, man muss ja nicht immer. Ist doch okay. Wir machen beim nächsten Mal noch lange. Wenn ihr müsst unbedingt noch mal eins machen, weil ihr sonst eures Lebens nicht mehr glücklich würdet, dann würde ich noch eins machen. Runde PUBG? Runde PUBG! Oh, PUBG! Nein. Ihr wollt mich jetzt aber verarschen. Wieso können wir das nicht machen? 5 Minuten vorher. Das können wir jetzt nicht machen. Hä? Kann man zu 5 nicht? Nur okay. Custom. Nur Custom. Ah, okay. Dann gehe ich und. Gut, dann hören wir jetzt hier auf. Ist ja nicht schlimm, wir machen manchmal 30 Minuten länger, können wir auch mal 5 Minuten früher Schluss machen. Was denn? Oh, siehst du, Regie will noch. Dann machen wir noch eins. Wir machen noch eins. Komm, ich bin gerade eh heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Dann will ich aber jetzt das Horn auch wirklich hören. Geilomat. So. Okay. Oh, und danach läuft die Game of Thrones Recap. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Das ist schön. Da kann man sich auch drauf freuen. TDM Geisel. Ich habe eben die ganze Zeit mein Blitzschild nicht eingesetzt, hat der Chat auch zu Recht bemängelt. Das ist natürlich jetzt etwas, was ich umsetzen werde. Diese kann ich mir jetzt noch Ausrüstung kaufen? Anpassen, jetzt zu spät, ne? Weil du hast schon stark gedrückt. Nee, jetzt hier noch, ne? Visiere? Ach, verdammt. Ah, na gut. Nur aussuchen könnte ich. Dumm gelaufen. Don't be so quick to walk away. Dance with me. So, jetzt rocken wir die Scheiße. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Oh, kennen wir diese Map? Nope. Sie ist ganz neu. Wie viele Maps gibt's hier denn? Alle. Eine sogenannte Schneehütte. Unten läuft einer rum schon mal. Echt? Eingang, ja. Okay. Ich bin gerade oben, aber da ist nichts. Okay, 2 sind oben. Ich gehe mal in den Keller. Oh, okay. Einer ist unten im Erdgeschoss. Okay, dann gehe ich ins Erdgeschoss. Erschreckt euch nicht, das ist ein Schneemobil im Keller. Bist du im Keller? Ja.
Ist da irgendwas? Ja, okay, wie gesagt, Schneemobil, ein paar Leute, Weinfässer, mehrere Leute, Geisel gefunden. Im Keller, oh, im Weinkeller, im Weinkeller. Sind beide dann, sind, wie viele Geiseln gibt es überhaupt? Wie viel was? Wie viele Geiseln es gibt. Eine. Oh ja. Okay, die holen wir uns. So, alles klar. Alter, ich kann, die Kamera lebt noch bei mir. Ich kann voll abgucken. Damn. Oh, welche meine Drohne Tür wollen wir nehmen? Drin, das war doch für euch. Ihr wollt seitwärts? Ich finde, wir sollten zusammenbleiben. Okay. Ja, das gerne. Das ist, glaube ich, schon wieder so dumme Kamera. Dadurch, ey. Natürlich jetzt. Dadurch? Da sind wir sehr nah, ja. Okay. Einer muss schießen, ich mach auf. Bitteschön, nach euch. Auf den einmal, rein da, eindringen. Okay, pass auf, ich gehe vor und wenn ich einen hab, blende ich den und dann ihr Tür. Wir sind schon drin, Nils, vor dir. Komm bitte auch. Ja, aber ich kann halt nur schleichen, damit die uns nicht hören. Vielleicht sollte im Keller voran. Ja, die sind im Keller, aber wir. Ich höre gerade ganz viel. Hier ist eine Treppe irgendwo. Ja. Wir sind im Keller. Wir sind die Treppe. Seid ihr bei mir? Auf meinen Haufen stehen. Hier ist die Treppe. Seid ihr bei mir? Oh, kommt die ihr? Kann man ja. gar nicht zerstören. Ja, wir sind nee. Ihr seid nicht bei mir. Ihr seid ganz woanders lang gelaufen. Okay, ich gehe jetzt runter. Ja, geht durch diese Treppe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Wollen wir? Ich glaube, hier ist ein Fenster eingebaut. Irgendwas komisches. Ja, da ist ein eingebautes Fenster. Das stimmt. Mhm. Ich das können das die rausnehmen und dann durchballern. Also Achtung, robben wir vielleicht einfach. Robben? Wie geht das? Dummerweise wissen die jetzt wirklich, dass wir da sind, ne? Woher? Weil wir schießen oder ich geschossen habe, leider. Wir okay, hier ist durch. Das zu geil aus. Ach, oh, erschossen worden. Krass. Von durch wo? Die Mauer oder was? Ja, keine Ahnung, da war auf einmal ein Loch in der. Was ist das für ein Riesenloch? Kann ich hier diese Wand wegmachen? Das funktioniert so nicht. Ach, das ist ein One-Way-Fenster auch noch, oder was? Ja. Nee. What? Doch, die sehen die ganze Zeit, dass wir da lang gehen. Oh, auf der anderen Seite gucken, ist ein One-Way-Fenster. Achtung! So eine Scheiße. Achtung, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Achtung, schießen durch die Wand, TV2 bleibt. What the fuck? Oh, Giftgas. Wow. Weggefetzt. Oh Gott, das war ja mega dumm. Die sind bei den Weinfässern alle. Ja, hinter dem Weinfass. Oben auf der Treppe noch einer. Alter, was ist das? Weiß nicht mal, ich check gar nichts mit diesem Gas. Bin ich einfach tot? Ja. Okay. Ich würde da nicht reingehen. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Ja, aber ganz ehrlich, was ist das für ein scheiß Einwegfenster? Ja, aber das haben sie schon gut gemacht, finde ich. Sie haben mich gut platziert da. Ich habe die ganze Zeit aufs Fenster geguckt und dachte, oh, da ist ja keiner. Sehr gut. Der hat seinen eigenen Kameraden getötet. Die Hocke. Der eine Typ heißt Gimme Your Beans. Der ist aber schon tot. Ja, 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 ja! Nice. Nicht schlecht. Da ist noch einer! Hol ihn dir! Ah, ah. Oh, Mann, hätte sie beide erwischen können. Oh. Ach, Ede. Okay. Die haben doch Teamspeak an, die Schweine. Egal, wir schaffen es jetzt auch. Man kann wohl irgendwie auch die Mauern, also alle verstärken, ne? Ich weiß nicht, ob das mit alle können. Ja, mit Use-Dings. Ich habe ja gerade eine Wand da weggeknallt. Okay, weil die müssen ja alles da verstärken dann offensichtlich. Dann kann man die nämlich nicht mehr so leicht, glaube ich, da wegballern. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ja gut, Raum befestigen. Achso, okay, jeder hat... Ja, jeder hat drei. Drei, okay, alles klar. Verstehe, dann... Mission leer. Befestige. Gegner-Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Ach, und hier geht's dann nicht mehr. Machst du von der Seite? Sehr gut. Rugged Banes. So, dass man gut von außen direkt erkennt, wo es ist. Oh, nein, shit, das wollte ich nicht. Okay.
Okay. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Was? Dann ist da vielleicht die Drohne noch irgendwo im Raum hier. Ja, ist wahrscheinlich, das stimmt. Wo ist die? Ich such sie. Okay, here we go. Oh Gott, das sind die dummen Kameras. Bringe C4 an. Ich finde keine Drohne. Achso, ich habe hier auch noch so einen. Können wir die Geisel auch irgendwie töten? Ja, dann haben wir verloren. Oder gewonnen. Hab einen. Wo denn? Sehr schön, kommen die von der Treppe erster Stock. Die kommen von oben anscheinend. Ei, das war oben. Kann von oben kommen? Ei, oh, hab ich mich erschrocken. Nee, hier rennt immer noch eine Drohne rum, die mich gerade angepupst hat. Das war sehr... What the fuck? Ich hatte irgendeinen Strom. Hier ist noch eine Falltür in der Decke. In unserem Raum. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du bist aufgeflogen. Was kann das denn? Okay. Was ist das? Was sind diese Stromschläge? Das ist die Drohne, Alter. Du musst die Drohne abknallen. Die ist ganz klein hinter dir. Verarsch dich gerade. Gott, wie schlecht. Kommt von unten einer. Ich höre euch auch. Dass man das Haus nicht verlassen darf, ey, das muss man auch erstmal wissen, ey. Ist immer noch eine Drohne hier am Leben gewesen, das ist doch nicht. Hört ihr das? Ja, über mir. Einer kommt von unten auf jeden Fall, da war ich nämlich. Noch einen. Oh, gut, bin tot. Sind Erdgeschoss, da wo ich gestorben bin. Da ist eine Treppe nach unten, da werden sie jetzt runterkommen. Der erste hat ein Schild. Okay, das heißt, ich muss den schmeißen mit so einem... Ich glaube, die hier bei mir, kommen sie. Ich sehe zumindest einen Laserpointer. Oh Gott, die kannst du wieder aufheben, du kannst sie wieder aufheben. Achtung, hier kommt eine Granate oder was es ist? Na, ich will das ja auflösen. Wie kann ich die auslösen? Der Typ ist auf der Treppe. Nochmal die Treppe. Da, wo der Rauch ist, ist C4? Weg. Oder? Ja, haben die dann ist ja der Dings weg, wenn du sie jetzt auslöst. Ja, nee, ich wollte sie ja nicht jetzt auflösen, ehrlich gesagt. Also du kannst sie halt nochmal aufheben. Ich wollte mit der gleichen Taste, mit der du sie wirfst, kannst also du sie G. auch... Also G, okay, alles klar. Okay. What? Wo war das denn? Achtung, sie schießen durch die Tür. Komm gleich rein. Ey, du bist da echt gefickt da an dieser Position, ne? Ich? Achtung, sie kommen rein. Hab einen. Da hinten ist einer, seht ihr das? Ich hab ihn markiert. Genau in der Position. Ihr deckt jetzt beide die gleiche, den gleichen Eingang. Das macht keinen Sinn. Guckt euch lieber an den anderen. Hier bei mir kommt noch einer. Ich glaube schon, hier ist noch ein Laserpointer. Markieren bringt auch nichts, ne? Ah, hier, kommt rein, Achtung! Gib mir Beans! Hab ihn. Hab einen. Jawohl! Nice. Sehr gut. Sie haben Eminem nicht gekriegt. Haben wir es doch. So. Wir sind Attack. Attacke! Roger. Attacke! Du hast nur ein Team geschrieben. Schade. Ihr müsst
müsst die Geisel zurückholen. Ich habe einen Auftrag bekommen, ich muss die Geisel zurückholen. Die Geisel ist nicht im Weinkeller. Im Erdgeschoss. Sie sind im Erdgeschoss. Genau. Okay, hier sind sie. Oh, ich habe sie auch gesehen und er hat mich erschossen. Wenn ihr es gefunden habt, platziert die Drohne irgendwo smart. Springt irgendwo drauf, weil die Drohne danach noch wertvoll sein kann. Ich habe rot markiert, wo die Gegner waren. War Erdgeschoss auf jeden Fall. Geradeaus, links. Ja, hinter dir, ja, da. Da sind sie. Links. Rettungsversuch kann beginnen. Geisel finden und sichern. Rettungsversuch. Okay, soll ich schon mal die Türen aufschießen oder machen oder so? Oh, hier ist eine Kamera. Können wir die kurz vorher noch killen? Check, wo die ist. Ja. Irgendwo hier. Kill die Cam. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie auch nicht. Keine Ahnung. Ey, sag mal. Ist doof. Ich sehe sie einfach nicht. Hier ist eine Lusche. Gut, aber ihr geht alle hoch, dann gehe ich auch hoch. Hab einen. Nicht schlecht. Lol. Sehr toll. Wollen wir da durch direkt? Okay. Offensichtlich. Ja, los, wir sind zusammen. Wer schießt? Hab einen. Ich komm zu dir. Einer push, ist push. Ist da noch einer? Weiß ich nicht. Okay, dann lass uns nicht durch die Tür gehen, oder? Ich geh anders. Die wissen. Also hier ist nichts mehr. Hier ist alles clean. Alles. Okay, unten, Achtung, unten. Oh, unten explodiert's. Das war aber ich da. Ich habe die Tür unten aufgeschossen. Okay. Aber wollten wir da nicht hin? Ach, nee, wir runter? Ja, wir müssen gleich runter. Wir haben jetzt den ersten Stock geklärt. So, Leute, ich mach euch die Tür jetzt auf hier. Achtung, hier rechts, ja? Vorsicht. Okay. Lenk sie ab. Do it. Ah! Der ist unter der Treppe, neben der Treppe rechts. Spacko, ey. Welche fucking... Hast du ihn erwischt oder so? Nee. Ich weiß nicht, welche Treppe. Hier bei mir. Oh, Achtung, Mann. Hier sind rote Leuchtsteine. Shit. Gehen wir in den Keller? Ich bin schon im Keller. Okay. Ich wurde entdeckt, ich weiß nicht genau. Ah, da oben ist die Kamera. Keller ist clear. Oh, Keller ist doch nicht clear. Wo denn? Was? Weinkeller. Ja. Weinkeller. Okay. Direkt. Oh. Aber der hat Hit. Rechts oder links? Och, fick dich doch, Pixel Camper. Alter, hast du das gesehen? Nee, Mann. Ich... Der ist ja mit einem Pixel hinter dem fucking... Alter Schwede. Mhm. Wir müssen in den Keller, oder Dreckiger was? Kann man nicht campen, ja, als das. Oh, Mann. Ey, man darf da nicht lang, wenn da einer gestorben ist. Die sind halt nicht doof. Wir sind doof. Aber ich hab den jetzt gekriegt. Ja, du bist halt cool. Hast du ein eigenes Loch gemacht? Ich ganz langsam angeeiert. Ich hab gecheckt, dass du es überhaupt... Ja, pass auf, ey, ich kann hier ein Loch einbomben. Alter, hab ich gerade... Genau, du gehst mal schön nach vorne jetzt. Pass auf, ich bombe noch einen. Ich bombe lieber von der anderen Seite, Nils. Da ist schon eine Tür. Wir brauchen nicht eine zweite direkt daneben. Ja, aber wenn die hier campen, dann... Nee, das bringt nichts, der ist ja nicht. Den hat Robin, glaube ich, schon. Der eine hier, ne? Den Weincamper da. Fuck, ich dachte, was war das, ey? Kannst du den bitte teabaggen? Der hat das so verdient. Danke, mindestens zweimal. Danke, ja. Wo sind die denn? Ja, nur noch 40 Sekunden. Okay. Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Hier nicht offensichtlich, ne? Nee, da geht's wieder rauf. Ich check diese Map auch erst jetzt langsam. Ich glaube, da müssen wir hoch. Gut. Oh. Ich habe keine Zeit mehr, Leute. Müssen wir hoch? Seid zu zweit. Töte. Okay, pass auf. Ist sicher, dass wir hoch müssen? Ich weiß nicht. Shit, wir haben die Döde. Oben haben wir schon alles geklärt. Oh nein, ey, das gibt's doch nicht. Ärgerlich. Rechts. Oh, auf der Treppe. Zu spät. Oh. Nein. Schade. Oh. Tja. Och, wir haben ihn nicht gefunden. Tja.
Ach nee. Die haben auch alle hier das Point of View hochgedreht, oder? Die haben alle so ein Fischaugenoptik, wir nicht. Fällt mir nur gerade ein. Oder, ja. Ich weiß nicht, ob man das kann. Kann man das? Es sah so aus. Oder ist ein Perk? Ja, keine Ahnung. Los, letzte Runde. Naja, vielleicht auch nicht. Nee, wir gewinnen die doch jetzt. Der dann vorletzte. Okay. Also ich spiele jetzt Myra. Deshalb bin ich guter Dinge. Wie siehst du das, Echo, Bandit, Mute und Capcom? Meiner ist mega gut. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Was er kann, aber... Okay. Ich würde sagen, ein oder zwei bleiben im Raum und dann macht ihr den Raum hier direkt zu. Oder ja. Schön Verstärkung und alles. Ja, und es müssen auch welche auf die Drohnen achten, auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir raus, dass wir sind hier schon eingeschlossen. Könnt ihr noch mehr verstärken? Okay. Ich hab nur, ich bin durch. Ja, ich verstärke die beiden. Ich hab keine mehr. Hier fehlt noch eine, wo ich stehe. Könnt ihr mal ein, zwei Leute auf die Drohnen achten? Okay, ich achte auch mit auf die Drohnen. Ach so, das hier schon? Okay. Wand befestigt! Es bleiben noch 10. Aber wenn jetzt hier eine Granate reinfliegt... Geht. So, ich mach mein Geschütz kann man mal von hier oben rein vor. Ach, hier ist die. Ich hab sie. Zivilisten. Hast du von der anderen Seite verstärkt? Da kann ich den hier nicht mehr verstärken. Kann man hier rein? Alter, wer schießt denn da? Ja, ich schieß die ganzen Drohnen ab, weil ihr es nicht macht. Ach so. Ich habe auch gerade eine Drohne abgeschossen. Ey, man kann auch den Boden wegballern. Dritte Drohne, die ich abgeschossen habe, Leute. Mach noch mal was. Ey, man kann sogar den Boden wegballern. Ganz toll. Das ist ja geil. Achtung, da ist eine. Oh. So, ich glaube, ich habe 5 Drohnen abgeschossen. Sollte reichen. No. Was? Ja. What should I say? Warum bist du denn jetzt tot, Dennis? Ich weiß es leider nicht. Erzähl uns die ganze Wahrheit. Vielleicht darf man nicht so viel Drohnen abschießen. Ich sichere die Tür! Oh, diese Drohne benutze ich zum ersten Mal sinnvoll. Die ist ja gar nicht so schlecht, ey. Kannst du hier rumfliegen, dich an die Decke hängen und dann kannst du von da aus irgendwas machen. Krass. Ich melde mich, wenn ich was Sinnvolles gesehen habe. Also ich bin hier auch so völlig... Oh, ich hab's! Ich weiß, wo sie sind! Wo? Erster Stock auf dem Dach. Fuck. Da, wo wir hier auch hochgeklettert sind. Dann gucken die bestimmt gleich irgendwo rein. Die sind hier schon durch eine Tür reinkommen. Oh, da ist einer bei Rocket Beans mit 3. Hab ihn markiert, da war er gerade. Seht ihr das? Nee. Ach, doch, du bist noch weit weg. Ah, da. Genau. Noch einer an derselben Position. An derselben Position ist noch einer. Kann ich da durchschießen? Ja, ist das, die sind beide, da sind noch welche auf dem Alter, Dach. Wer hat denn hier das Loch mindestens gemacht? Mindestens einer. Ach so. Oh. Auf dem Vordach. Okay, ja, ich habe einen schön abgeschockt. Ich habe gerade einen gekillt. Richtig schön. Okay. Achtung, sie kommen. Okay, ich markiere ihn. Da ist er. An dieser Position. Seht ihr das? Er ist immer noch da. Jetzt geht er runter. Ey, wenn ihr wisst, ihr, wo meine Drohne ist, weil da ist einer. Ich weiß noch nicht. Das ist so eine Art Bibliothek. Okay, oh. Achtung, es kommt jetzt markiert, gleich einer. Markiert, zwei Leute markiert, auf der Position. Zwei oh Leute. Ja, der eine kriecht am Boden. Zwei oh, Leute markiert. Achtung, Achtung, der ist direkt, der könnt ihr gleich sehen. Der kriecht ganz unten rum. Habt ihr ihn? Okay, einer ist in dem Raum neben euch. Meine Güte, die wie kann man sich hinlegen? Wenn ihr meine Leiche seht, durch die Wand, dann wisst ihr, in dem Raum ist einer. Hier ist zu. Geht mal durch das Ding. Lade nach. Oh, die schießen durch die Wand. Kann mich jemand heilen? Ja. Ist Sven? Deck dich. Das ist nicht so schlimm. Danke. Danke. Klar, Mann. Hinter euch in dem Raum. Schön, Robin. Den habe ich leider nur halb getroffen.
Au. Ah, shit, mich hat einer erwischt. Er steht direkt vor dem. Ich glaube, ihr habt ihn. In dem Raum hinter. Neben, in dem anderen Raum, ja. Den ihr auch vermint habt. Oh, schade. Ja, schade. Verloren. Schade, schade. Oh, shit. Aber das war knapp. Oh, die haben das gut gemacht. Knapp. Die haben sich von mehreren Seiten. Das war mega so. Knapp. Aber das war nicht schlecht. Wir haben es gut verschanzt eigentlich. Dann haben es denen schwer gemacht. Schade. Ja. Ich habe endlich mal die Drohne gerafft. Naja. Okay, interessant. Aber es macht Spaß. Und das Addon kommt ja, sagst du, Dennis, sodass wir es vielleicht nächste Woche einfach. Ja, nächste Woche. Dann nochmal fresh mit Addon spielen können. So langsam, wenn man es checkt, macht es auch mehr Spaß. Mhm. Genau. Ja, dann vielen Dank an die Regie, dass wir ein bisschen überziehen durften. Und vielen Dank euch fürs Zusehen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Nacht. Tschüss.